Servus Leute, Chris ist am Start und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, zu einer weiteren Sprint to Glory, heute mit 1860 München. Es ist aber keine typische Sprint to Glory, wie wir es eigentlich kennen. Wir kaufen keine Spieler, bis auf wenige Ausnahmen. Das ganze Regelwerk findet ihr nach diesem Intro, wie es im Titel bereits steht. Es ist eine reine Jugendspieler-STG. Was bedeutet, am Ende wollen wir ein Team, das aus einer Startformation besteht, 11 Spieler aus der eigenen Jugend. Was bedeutet, wir wollen also komplett die Jugend nach oben pushen und damit dann irgendwann die Königsklasse holen. Da das ein richtig aufwendiges Projekt ist, ich das Ganze jetzt dann gleich in Angriff nehmen werde, hoffe ich da auf euren Support und ich werde jetzt einfach mal ein kleines Ziel setzen. Vielleicht schaffen wir es hier, auf die 1000 Likes zu kommen. Ja, es ist ein sehr hohes Ziel, aber vielleicht lasst jeder von euch jetzt mal einen Daumen nach oben da, schreibt auch gerne einen Kommentar und abonniert sehr, sehr gerne kostenlos, falls ihr neu auf diesem Kanal seid. Das kostet nichts und ihr verpasst damit nichts mehr. Und wenn ihr wollt, dass nochmal öfter so eine Jugendspieler-STG kommt, dann schreibt das auch in die Kommentare und supportet das Ganze mit einem Daumen. Wie gesagt, das Regelwerk kommt jetzt dann gleich im Ende, ansonsten aber gibt es gar nichts mehr zu sagen. Die Facecam verschwindet, Regel und dann startet rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Die Regeln sind eigentlich ziemlich einfach. Wir starten von vornherein rein mit dem ganz normalen Kader. Wir dürfen auch zu jedem Zeitpunkt Spieler verpflichten, aber am Ende müssen wirklich alle Spieler aus der Startformation von der eigenen Jugend stammen und dann natürlich auch im Champions League Finale zum Einsatz kommen. Die ganzen Transfers, die wir zwischendrin holen, die nur so mehr oder weniger als Übergangslösung, um vielleicht auch mal aufzusteigen, Meister zu werden oder was auch immer. Im Endeffekt aber das große Ziel, wirklich nur eigene Jugendspieler in den Reihen zu haben. Also das Geld spielt eigentlich so gesehen mal keine Rolle. Werdet ihr gleich aber auch alles sehen. Ich hoffe, euch gefällt das Ganze. Supportet dieses Video. Wir starten rein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Starten wir also in das für mich wohl größte Projekt bis hierhin in FIFA 20, nur mit Jugendspieler Sprint to Glory. Wir wollen also die Champions League gewinnen. Ganz kurz vorab der Blick auf unsere aktuelle Startformation. Das Ganze im typischen 4-5-1, wenn man das so sagen kann. Owusu im Sturm, Bekiroglu auf der 10, Moll zusammen mit Wein dann auf der 8. Rechts haben wir Stefan Lex, links ist Kaga, Steinhardt Linksverteidiger, Erdmann, Weber, Rieder und im Tor ist aktuell noch Hiller. Dass das auch alles zumindest mal zu Beginn so bleibt, habe ich schon mal alle auslaufenden Spielerverträge vorzeitig verlängert. Ich habe bis auf eine Ausnahme, die sehen wir hier bei Vega, auch alle Freigabesummen rausgenommen, weil das für mich eigentlich auch da wichtig war, dass man Planungssicherheit hat. Mit dem kompletten Kader, mal abgesehen von Rieder, genauso wie Owusu, die sind beide leider nur ausgeliehen. Ich will natürlich auch noch Spieler verkaufen, ich will genauso dann natürlich ein, zwei Jugendscouts einstellen, 2,3 Millionen haben wir Stand jetzt. Ich will auch von vornherein, das ist mein großes Ziel, Spieler vom freien Markt holen, um da einfach schon mal ein bisschen abgesichert zu sein. Vielleicht hole ich auch Martin van de Voort, weil ich will auch hier natürlich die Ausnahme mit reinnehmen, dass man ab und an mal Spieler holen kann. Selbstverständlich will ich es da aber nicht übertreiben, denn 2,3 Millionen klingt erstmal viel, kann auch noch erhöht werden durchs Vorbereitungsturnier. Trotz allem, ich will mal ein, zwei Jugendscouts oder für 4 Millionen, wenn es direkt einen richtig geilen Jugendscout gibt, dann gebe ich mich auch in Saison 1 mit diesem einen zufrieden, denn wir wollen natürlich auch die Ziele vom Vorstand nicht außer Acht lassen, das ist das Allerwichtigste. Wir machen keine Transfers, wir müssen einfach gucken, dass wir gerade die Nachwuchsentwicklung, das haben wir hier, dass wir das erreichen, das hat höchste Priorität. Finanzen müssen wir genauso schauen, wie wir das Ganze hinbekommen und die Erfolge sind mal Stand jetzt sehr niedrig. Das ist für mich sehr, sehr gut, weil ich will es auch wirklich nicht übertreiben. Ich will gucken, dass wir hier ganz angenehm durch jede Saison kommen und das Team nach und nach individuell verbessern durch Spieler aus der eigenen Jugendakademie. Vorhin habe ich es ja angesprochen, jetzt machen wir daraus Realität. Martin van de Voort, 720.000, kommt also vom KRC Genk, verstärkt unsere Torhüterposition. Ich wollte eigentlich Chacheda vom freien Markt, der war weg, der andere Keeper auch. So haben wir jetzt hier also ein wirklich junges Talent aus Belgien und der wird uns erstmal die ersten paar Jahre hinten drin als Nummer 1 dann die Bude freihalten. Außer natürlich, wir bekommen vorher noch einen eigenen Keeper aus der eigenen Jugend, der dann das Rating hier übertrumpft. Ja, das muss natürlich das Ziel sein. Die anderen paar Spieler werde ich jetzt hoffentlich gleich noch annehmen können. Die ersten zwei stehen auch neben Van de Voort schon fest. Das ist Ricozzo und das ist Bravo. Die anderen, ja, werde ich euch jetzt später nicht separat nochmal alle vorstellen. Die werden alle kommen. Ich werde zumindest alles dran setzen. So, wir haben jetzt alle Transfers getätigt, die ich tätigen wollte. Vorhin angesprochen, Martin Van de Voort. Ja, der wird uns jetzt erstmal die nächsten paar Jahre als Eins hinten drin stehen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt keiner aus der Jugend. Wenn einer aus der eigenen Jugend kommt, dann ist der natürlich gesetzt. Dann kam hier noch Ricotto oder Ricozzo von der freien, beziehungsweise vom freien Markt, genauso auch Bravo, Galindo, Alvarez, Koulibaly, Bejarano. Das ist auf jeden Fall mal der Plan gewesen. Den konnten wir jetzt dann auch in die Tat umsetzen und jetzt müssen wir gucken, dass wir noch ein paar Spieler verkauft bekommen, denn alleine die Gehälter haben so viel Geld gekostet, dass wir jetzt kaum noch was auf dem Konto haben. Ihr seht einige neuen Spieler bei uns in der Startformation. Das liegt ganz einfach daran, ich habe bereits eingekauft. Ich habe also das, was ich geplant hatte, in die Tat umsetzen können. Martin van de Voort kam für 720.000 vom KRC Genk. Ein Top-Talent
Top-Talent für die Torhüter-Position. Von daher war mir das in erster Linie wichtig, denn mit einem 63er-Keeper kommt man nicht weit, schon gar nicht, wenn die kein Potenzial haben. Deshalb dieser Schritt hier. Dann Ricozzo kam vom freien Markt, Bravo, Galindo, Alvarez, Koulibaly, Bejarano. Das allesamt unsere Neuzugänge macht eine folgende Startformation. Ich bin sehr zufrieden. Wir werden aber noch ein paar Spieler verkaufen. Das müssen wir, denn sonst können wir uns keinen Jugendscout holen. Die Gehälter haben so viel Geld gefressen, dass jetzt wirklich nur noch knapp 2 Millionen drauf sind. Das ist zwar nicht ganz so wenig, aber trotz allem will ich noch ein bisschen mehr. Denn wenn ich ein Scout nur hole, dann will ich da schon eine richtige Granate. Jetzt haben wir ein bisschen Geld auf dem Konto. 3,8 Millionen. Das Ganze natürlich nur ermöglicht durch Verkäufe. Welche das waren, zeige ich euch jetzt direkt. Das war Steinhardt 1 Million, Severings 220, Bekiroglu 1,1, Dressel 420, Böhnlein 135.000, Bohnmann 570, Berzel 570 und das war's. Die restlichen Spieler waren mit Van de Voort der einzige für eine Ablösesumme und die anderen vom freien Markt. Ihr seht gerade pure Zufriedenheit hier vom Vorstand, denn wir haben tatsächlich nach den ersten 6 Spielen 13 Punkte. Wir haben also Stand jetzt an den richtigen Schrauben gedreht, um das bis hierhin mal richtig gut aussehen zu lassen. Und jetzt wollen wir natürlich auch noch einen Jugendscout. Nur deshalb sind wir hier. Weil ich das Ganze finanziell etwas unterschätzt hatte, weil wir natürlich die Scouts auch noch rausschicken müssen, habe ich mich dann doch für 3 Scouts entschieden. Wir haben einmal Joshua de Vrijs, der kam aus der Niederlande. Hier 4 Sterne Erfahrung, 3 Sterne Einschätzung. 9 Monate nach Deutschland. Dann Ben Bachmann, 3-3. Der geht nach Frankreich für 9 Monate. Ben Bauer hat auch wieder 4 Erfahrung, 3 Einschätzung. 9 Monate Belgien. Ihr merkt, alle 3 zum gleichen Zeitpunkt weggeschickt, kommen am 15.06. zurück, also kurz vor Ende dieser Saison und sollen bis dahin hoffentlich das ein oder andere Riesentalent an Land gezogen haben. Und natürlich ist es auch hier so, dass wir bisher nur in Europa unterwegs sind. Ich werde das Ganze von Saison zu Saison so in Etappen ändern. Nächstes Jahr gehen wir vielleicht nach Südamerika, mal nach Afrika oder je nachdem, was es noch für Möglichkeiten gibt. Auf jeden Fall in erster Linie jetzt mal Europa, Deutschland, Frankreich und Belgien. Die ersten Scouting-Berichts waren da. Ich habe mich für 3 Spiele entschieden. Ja, die ersten 2 werde ich vermutlich auch mal mitnehmen, wobei ich lasse die da auch erstmal vorerst drin. Die dürfen sich einfach auch hier dann in der Jugendakademie nochmal ein bisschen verbessern. Ein richtiger Kracher war nicht dabei. Es war aber auch erst ein Monat, der vergangen ist. Von daher werde ich das in Zukunft so handhaben, dass wir immer nur am Mittel der Saison und am Ende der Saison kurz drauf schon auf die ganzen Scouting-Berichts und da dann die besten rausziehen. Wir sind am Winter angekommen. Es ist einiges passiert bis hierhin. Zwischendrin habe ich immer mal wieder einen Zwischenstopp gemacht. Ist ja logisch. Ich habe einen Spieler verkauft, denn da war das Manager-Level auch mal wieder wirklich in dem roten Bereich. Weber wollte unbedingt weg. 1,15 Millionen. Das habe ich jetzt hier in Kauf genommen. Jetzt müssen wir davon aber schauen, dass wir natürlich einen Ersatz-Innenverteidiger finden, denn da haben wir dann keinen mehr. Ja, wobei Paul kann da auch spielen. Vielleicht lassen wir es einfach so, denn auch der Finanzaspekt ist hier vom Vorstand von vornherein sehr wichtig hochdatiert worden und da müssen wir dann natürlich auch schauen. Der Monatsbericht in der Jugend, den schauen wir uns natürlich ganz kurz an. Die Spieler haben sich nicht unbedingt verbessert. Die 2 werde ich trotzdem mal verpflichten. Die können einfach den Kader in der Breite verstärken. Brandt ist ja erst 15 und jetzt haben wir noch ein paar offene Scouting-Berichte. Da schaue ich jetzt auch mal rein. Es wurden ein paar neue Spieler ausgewählt. Einer davon ist sogar richtig stark und den sehen wir hier. Maximilian Vandenberg, linker Flügel, 650.000 Marktwert. Der ist eigentlich auch schon fast ein Kandidat für die Startformation, hat ein Top-Potenzial. Die anderen Spieler werde ich mal mitnehmen, gerade so die Innenverteidiger hier beide. Kann nicht schaden, wenn wir die, glaube ich, mit in die Startformation mal packen, beziehungsweise mit auf die Bank, auch der Lüg. Und die 2 lassen wir hier drin, werden wir zum Ende oder zum Anfang der nächsten Saison verpflichten. Und Anfang und Ende dieser Saison ist das Stichwort. Ich würde sagen, wir beenden diese Saison und dafür müssen wir ans Ende dieser Saison erstmal kommen und deshalb simulieren wir dahin. Wir sehen uns da dann natürlich auch nochmal mit Scouting-Berichten hier. Ja, vielleicht ist ja nochmal ein richtiges Top-Talent dabei. Die Saison ist zu Ende, das letzte Spiel gegen Ingolstadt verloren, Groß-Asbach gewonnen, Unterhaching verloren, also da war einiges dabei. Wir stehen am Ende auf Platz 6, 64 Punkte, das ist richtig in Ordnung. Im DFB-Pokal waren wir nicht dabei, der Vorstand ist auch zufrieden und das ist für uns natürlich dann auch hier das Wichtigste. Das letzte Spiel von Sascha Mölders, das ist natürlich auch eine Story, die Karriere beim Club verbracht, für gewöhnlich besonders geehrt. Ja, genau so ist es auch und ist natürlich jetzt bitter, dass wir ihn hier nicht gespielt haben, beziehungsweise spielen lassen haben, ist aber auch wirklich völlig egal, weil darauf dürfen wir nicht gehen. Wichtig ist, dass die Jugendspieler später zufrieden sind und da haben wir Scouting-Berichte und da setze ich mich mal wieder dran. So, wir haben nochmal ein paar Spieler geholt. Ihr seht jetzt hier, abgesehen von Hiller und abgesehen von Ziyech, sind das bisher alle, die es bei uns in den Kader geschafft haben und sogar Hase, Legrand und auch Vandenberg haben den Weg jetzt sogar schon hier in die Bank geschafft und Vandenberg ist 16, hat ein über 60er Rating und von daher könnten wir da mal drauf schauen, was der für ein Potenzial hat. Das ist, glaube ich, so auf den ersten Blick ein Kandidat, der für später auch wirklich sehr vielversprechend ist. Ich meine, es war die erste Saison, allzu viel habe ich nicht erwartet. Bravo ist hier vom freien Markt, Vandenberg zeigt großes Potenzial. Naja gut, das ist zwischen 80 und 84. Ist dann doch nicht so gut, wie ich es mir jetzt hier vorgestellt habe. Trotz allem bin ich sehr zufrieden. Es war die erste Saison, wir können uns nicht beschweren. Wir haben noch ein bisschen Geld und von daher werde ich jetzt mal gucken, dass wir die 2 Spieler, die übrigens auch sehr vielversprechend aussehen, hier beide noch quasi in der Jugendmannschaft sind, noch 15, dass wir die vielleicht nächstes Jahr dann holen und jetzt vielleicht mit 1,46
Millionen noch einen anderen Scout. Ich muss mal schauen. Wir simulieren jetzt dann auch gleich Richtung Saison Nummer 2 und ab da wird es eine kleine Änderung geben. Ich werde jetzt nicht mehr so viel kommentieren, weil wir auch keinen Bedarf mehr haben an Spieler, die zu verpflichten, außer die aus der eigenen Jugend. Von daher wird es dann quasi zum Winter jeweils immer die Vorstellung aller Jugendspieler geben und genauso auch zum Ende der Saison. Hier gibt es zum Abschluss jetzt auch nochmal ein paar. Vielleicht ist da ja auch noch der ein oder andere gute Spieler mit dabei. Ich habe da immer so ein Stück weit eine Anforderung. Fanoren Berge, was für ein Name. Der sieht vielversprechend aus. Ich hole die zum einen, wenn die ein gutes Potenzial haben, genauso ein gutes Gesamtrating und wenn der jetzige Marktwert schon so zwischen, ich sag mal, 100 und 200.000 liegt, dann werden die auf jeden Fall verpflichtet. Der Rest wird auf jeden Fall abgestoßen, weil es bringt auch nichts. Wir müssen die Anforderungen etwas höher schrauben. Wir sind zwar in Liga 3, wir wollen aber natürlich auch nach oben und von daher müsste da der ein oder andere Kracher auch dabei sein. Der ist auch hier nicht mit dabei. Von daher, es war eine durchwachsene erste Saison, was die Jugendspieler angeht. In Saison 2 muss sich das Ganze ändern und über alle wichtigen Dinge informiere ich euch natürlich dann in der zweiten Spielzeit. Die Transferphase ist vorbei und wir haben kaum Geld und haben auch kaum noch Rückendeckung. Ja, wir sind im roten Bereich, was das Manager-Level angeht. Ich habe auch die Scouts etwas geändert. Das hier ist der einzige übrig gebliebene. Patrick Schwarz kam dazu und Roman Kleas kam auch noch dazu. Das sind zwei richtig vielversprechende neue Scouts. Ebenfalls kamen ein paar neue Spieler vom freien Markt zu uns. Bisesvar, dann Larondo und De Jesus Martins und dafür verkauft Zierreis, Bravo, Galindo und auch Gebhardt. Das sind allesamt die Abgänge. Natürlich ist es jetzt schwierig, ein Team hier noch weiter zu formen, denn wir haben uns ein Stück weit verschlechtert, was die Formation bzw. was die Stärke im Kader angeht und deshalb läuft es auch aktuell nicht ganz so gut und auch genau deshalb ist der Vorstand aktuell auch alles andere als zufrieden mit uns. Aber was ein riesiger positiver Fakt ist, dass Vandenberg jetzt bei uns in der Startformation ist, 16 Jahre jung, der verbessert sich auch hier und da bin ich auch sehr zufrieden, dass wir den ersten Jugendspieler direkt zu Beginn der zweiten Saison in die Startformation mit einbinden können. Ich hoffe, dass wir ohne Probleme an den Winter gelangen. 69 ist nicht ganz so gut. Trotz allem, ich werde hier jetzt direkt mal abspeichern und dann gibt es die Scouting-Berichte zum Winter in der Hoffnung, dass da natürlich ein paar gute mit dabei sind. Die Saison ist zu Ende. Ja, es war wirklich unfassbar spannend bis zum Ende. Ich muss euch ganz ehrlich auch dazu sagen, ich bin oftmals auch in die Live-Simulation selber rein. Ich habe zwar nie wiederholt, trotz allem aber haben wir da dann des Öfteren einfach diese Spieler spielen lassen, die vielleicht der Co-Trainer nicht spielen lassen hätte. Wiesbaden-Karlsruhe steigt auf, Hansa Rostock geht in die Relegation, wir auf Platz 6. Wir haben ein paar neue Spieler dazu bekommen. Ja, die werde ich euch jetzt dann gleich alle in Saison Nummer 3 vorstellen, weil hier geht's aktuell nicht. Ich bin froh, dass wir überhaupt noch im Traineramt sein können. Wir starten in Saison Nummer 3. Natürlich gibt's auch hier Geld vom Vorbereitungsturnier, vorausgesetzt, wir kommen auch weit. Und jetzt gibt's natürlich einiges zu erzählen. Die Scouts werden gleich wieder rausgeschickt. Wir haben da einfach nochmal geguckt, dass man, wie gesagt, hier wieder richtig gute hat. Ja, auf dem neuesten Stand sind wir trotz allem noch nicht unbedingt, beziehungsweise noch nicht auf dem besten Stand. Unseren zwei besten Scouts, die haben wir eigentlich mit den zwei hier. Ben Bauer würde ich gerne mal noch upgraden. Dann müssen wir mal gucken, was der finanzielle Aspekt jetzt sagt. Aber Ziel ist hier, mit einem 45er Manager-Level da erstmal rauszukommen. Ja, dann den Direktaufstieg zu schaffen, das wird extrem schwierig. Hier müssen wir mal schauen, dass wir das Ganze irgendwie hinbekommen. Markenpräsenz sollte auch laufen. Die Finanzen sollten auch wichtig sein. Erziele einen Profit von mindestens 3 Millionen am Ende des ersten Transferfensters. Das müssen wir erreichen und das will ich auch erreichen. Und dafür müssen wir ein paar Jugendspieler verkaufen. Aber die Mannschaft ist auf einem richtig guten Weg. Agafitei, seht ihr hier im zentralen Mittelfeld, das ist einer der besten Spieler bei uns, denn das ist der einzige mit einem richtig fetten Potenzial und da schauen wir jetzt gleich drauf. Gielen, den haben wir hier auch geholt, wobei wir müssen ja leider auf Status gehen. Schauen wir also da von oben nach unten mal alles durch aus der eigenen Jugend. Ich sehe gerade, Gabriel Gielen hat tatsächlich auch das Potenzial, etwas Besonderes zu werden und das ist natürlich das Höchste, was es nur gibt. Wir schauen weiter durch, ansonsten sind hier ein paar auslaufende Spielerverträge, kümmere ich mich natürlich gleich auch noch drum. Dann haben wir hier ein paar Spieler aus der Jugend, wo gar nichts mehr geht, hat das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Agafitei kommt aus Rumänien, dann geht's weiter, und dann war Cordoba, ein aufregender Mann für die Zukunft. Weiter geht's dann, glaube ich, auch noch mit Shaw, ein aufregender Mann für die Zukunft. Also wir haben schon ein paar richtig gute Spieler. Larondo zeigt Potenzial, also großes Potenzial, ist aber nicht unbedingt nennenswert, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Ansonsten verkaufe ich jetzt ein paar Spieler, weil der Kader wirklich groß ist. Wir brauchen Geld, ja, besser gesagt 3 Millionen. Und dann würden wir direkt auch schon mal einen riesen Vorsprung haben, was das Manager-Level angeht. Das ist das Ziel. Ich kümmere mich parallel auch um Transfers und dann melde ich mich gleich wieder bei euch. Der letzte Transfer ist also jetzt unter Dach und Fach gebracht. Es ist hier Cardoso. Der kommt von West Ham United, ja, nicht West Bromwich, wollte ich gerade schon sagen. Der kostet uns 2,5 Millionen. Chulinov hat uns 1,2 gekostet. David Freigabesumme 1,4 und noch drei Spieler vom freien Markt. Ihr seht also jetzt unser Team in Bestbesetzung im Hintergrund. Ihr seht auch Cardoso und genauso auch Van der Voort. Das sind Neuzugänge, die bereits auf einer 70 oder drüber sind. Shaw ist der erste aus der eigenen Jugend. Wir haben also Shaw, wir haben Cordoba, Larondo, Agafitei, Gielen und das war's, glaube ich. Ja, das sind die ganzen Spieler aus der eigenen Jugend. Auch hier werden wir natürlich weitermachen. Ich habe die Scouts bereits rausgeschickt. So rum. Einmal geht's nach Brasilien, dann nach Nigeria und noch nach Italien. Ich bin echt gespannt,
was da jetzt dabei rumkommt. Das Manager-Level plötzlich im grünen Bereich von einer 45 auf eine 93. Mehr als das Doppelte auf jeden Fall gepusht, aber das liegt daran, dass wir jetzt bereits ein paar Sachen hier erfüllt haben. Unter anderem Erlös 3 Millionen aus Transfers. Welche Spieler den Verein verlassen haben, zeige ich euch alles gleich. Und hier sehen wir Direktaufstieg. Da sind wir aktuell auch auf dem besten Weg dorthin. Wir stehen nämlich nach genau 6 Spielen mit 16 Punkten noch immer ungeschlagen da. Alle Spiele, die ich jetzt verkauft habe, sind hier im Hintergrund. Da waren auch ein paar dabei aus der eigenen Jugend. Schäfer knapp über 1 Million. Der Luke, Paul ist gegangen, weiter auch mit Bustos, Vandenberger haben verkauft, Ricozzo ist gegangen, Kinswarter auch, Erdmann, Hase, dann Raimondo, Metzger, dann weiter Alvarez, dann Fanoren, Berge, dann Hiller, dann weiter mit Wein, Barrett und Roberts war dann der erste aus dem freien Markt, der zu uns gekommen ist. Also hier haben wir wirklich einiges verkauft. Das war zum einen wichtig für das Ziel, dass wir 3 Millionen Erlös aus Abgängen haben und zum anderen natürlich auch wichtig, dass der Kader in der Breite etwas schrumpft. Ich bin auch immer sehr zufrieden. Ja, wir sehen hier die ganzen Spieler auf der Bank, hier die Startformation und unten haben wir noch ein paar Reservespieler, die uns allesamt nächstes Jahr dann natürlich verlassen könnten. Ich bin sehr zufrieden mit dem Team. Ich hoffe, dass es jetzt mit dem Aufstieg klappt und wir sehen uns im Winter dann natürlich auch ausführlich mit den ganzen Scouting-Berichten. Wir sind hier im Winter angekommen. Wir schauen mal ganz kurz aufs Manager-Level. Immer noch im grünen Bereich. 46 Punkte nach 19 Spielen. Macht hier nur 3 Niederlagen und das ist ja gemessen der Mannschaft, der Qualität wirklich richtig gut. Es riecht tatsächlich nach Liga 1 und Shaw hat nochmal einen Sprung gemacht. Van der Voort ist nochmal hoch. Agüero genauso, Córdoba auf eine 70. Das ist wirklich richtig, richtig stark. Auch Gielen ist auf dem besten Weg und jetzt ist es ganz, ganz wichtig. Was hat der Jugendscout jeweils mitgebracht? Wir schauen direkt rein. Wir nehmen natürlich nur die besten Spieler mit, in der Hoffnung, dass hier ein paar Granaten dabei sind. Meine Anforderungen sind auch ein bisschen gewachsen. Von daher war das gerade zwar ein richtig guter Jugendspieler, aber keiner, der uns wirklich langfristig weiterhilft. Den nehme ich mal mit. Der Rest aber ist hier wirklich keiner für uns und von daher schauen wir mal auf den nächsten Scout. Den zweiten Scout haben wir hier. Der war in Nigeria unterwegs. Auf den ersten Blick auch nichts Gutes mit dabei. Ich warte ja immer auf die Überraschungen da. Den nehmen wir mal mit. Könnte dann spätestens bei einem Verkauf natürlich ein bisschen Geld in die Kasse spülen. Ansonsten ist es aber nichts Nennenswertes. Nee, ich tue mich da schwer. Ich will ein gutes Gesamtrating, ein gutes Potenzial, denn ich will die Zeit für die Entwicklung von einer 55 als Beispiel im Gesamtrating gar nicht mehr mitnehmen. Ich will nur noch Spieler, die auch schon mindestens eine 60 dann haben, weil so nach und nach haben wir natürlich höhere Ansprüche auch der Qualität im direkter Startformation, weil da müssen sie dann früher oder später eingesetzt werden. Aber das hier ist wirklich eine absolute Frechheit von allen drei Scouts. Ist zu wenig. Gut, egal, wir gedulden uns und wir sehen uns dann am Ende der Saison nochmal. Der 13.5. war der Stichtag, da waren die Scouting-Berichte dann zu Ende und von daher haben wir dahin simuliert. Wir stehen auf Platz 1 mit 97 Punkten, 3 Niederlagen, dabei ist es geblieben, 13 Punkte Vorsprung auf Magdeburg, keine Relegation, der direkte Durchmarsch und das Ziel, die 70 plus im Kollektiv. Dafür brauchen wir nur noch anstelle von Gienen, Bascherano und Larondo, ja genau, eine 70, aber zwei davon haben gutes Potenzial, das ist der 10er, das ist der LV und hinten rechts müssen wir natürlich gucken, dass man am besten einen aus der Jugend bekommt. Also in den letzten Scouting-Berichten war wirklich gar nichts drin. Italien war eine absolute Frechheit, dann war nämlich kein einzigen verpflichtet, aber ihr seht im Hintergrund die 4, die wir jetzt einfach mal mitnehmen. Brasilien, Nigeria und noch einmal Rumänien, der zuvor erst 15 war, bedeutet hier, wir beenden diese Saison, ich kümmere mich jetzt noch um auslaufende Spielerverträge und ansonsten ist das ganz große Ziel, das Team zumindest auf jeder Position mal mit Potenzial auszustatten. Ja, natürlich ist es erstmal wichtig, zeigt großes Potenzial, soll mal die Minimumanforderung sein. Irgendwann dann ein aufregender Mann für die Zukunft, denn haben wir das, haben wir später die besten Möglichkeiten, das Ganze dann auch wirklich in der Breite langfristig zu verbessern. Das muss unser großes Ziel sein, das ist es auch und ich hoffe, dass wir mit Flocker hier, der erst 16 ist und schon eine 64 hat, den nächsten für die Startformation haben, anstelle von Chulinov. Und ansonsten würde ich sagen, gibt es hier gar nicht mehr so viel zu entdecken. Die dritte Saison neigt sich so langsam aber sicher dem Ende zu. Ich kümmere mich jetzt noch um die Verträge. Wir sind aufgestiegen und wir sehen uns gleich in Saison Nummer 2 mit den wichtigsten Sachen natürlich. Schauen wir also ganz kurz auf unser Team. Wir sehen tatsächlich auch Gielen kurz davor, die 70 zu erreichen. Das ist einer, den wir langfristig mitnehmen können. Was ich in letzter Zeit übrigens auch noch gemacht habe, zu Ende der letzten Saison. Ich habe mich um die auslaufenden Spielerverträge gekümmert, aber nicht nur das. Ich habe auch wirklich die von den wichtigsten Spielern langfristig verlängert. Abgesehen von wenigen Ausnahmen, die weniger wichtig sind, haben wir kaum noch Freigabesummen drin. Also, das ist auf jeden Fall ein Ziel gewesen, das wir jetzt erreicht haben. Für mich ist jetzt dann auch ein weiteres Ziel, den Kader weiter auszudünnen. Ja, wir schauen uns natürlich auch weiterhin auf dem freien Markt um, gucken aber erst, dass wir die ganzen Spieler, die eigentlich mehr weniger wichtig sind, auf jeden Fall verkauft bekommen. Ja, abgesehen von denen, die natürlich ein gutes Potenzial haben. Die drei Ziele für die Scouts stehen auch wieder fest. Der Belgier geht nach Kroatien, der eine Deutsche nach Polen, der andere nach Ägypten. Ja, schauen wir hier nach dem nächsten Salah, hier nach dem nächsten Lewandowski und hier nach dem nächsten Hazard oder, nee, wobei, wir sind in Kroatien. Hier schauen wir nach dem nächsten, Gott, Luka Modric vielleicht, wer weiß. Für alle die bis hierhin vielleicht die Übersicht verloren haben, ja, die einzigen Spieler aus der Jugend sind Larondo, dann Agüero, dann Córdoba, Shaw und wir haben noch Gielen. Also das sind 5 an der Zahl und ich werde es jetzt dann tatsächlich mit Flucker probieren, denn der hat ein riesiges Potenzial, habe ich gesehen und von daher verschwächen wir uns da oder wir schwächen uns dahin in der Startformation, aber
trotz allem ist das natürlich wieder ein weiterer Spieler, der vom Potenzial nach ganz oben gehen könnte. Aber auch Rossi habe ich gesehen, der hat sogar ein höheres Potenzial. Ich tue mich da extrem schwer zu sagen, welchen ich jetzt Stamm spielen lassen werde. Also kleine Änderung, Rossi geht jetzt in die Startformation. Guck mal, was der alles offensiv und auch im Zentrum spielen kann. Der ist 16 Jahre jung, genauso auch Flocker, aber Flocker hat nur das Potenzial von, ich glaube, 84 bis 89. Und Rossi hat das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Von daher werden wir den hier in dem Fall spielen lassen. Ich schaue nochmal ganz genau, ganz kurz auf die Bezeichnung. Also wir haben hier bei Flocker ein aufregender Mann für die Zukunft und hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden, haben wir bei Rossi. Und ansonsten spielt Roberts hier anstelle noch von Becerano, den will ich verkaufen. Das Team einfach im Allgemeinen verjüngen. Der Altersdurchschnitt ist hier vermutlich knapp unter 20. Also das sieht natürlich richtig stark aus. Aber auch hier bin ich nicht abgeneigt, weiter Transfers zu tätigen, solange natürlich die Leistung unserer Jugendspieler nicht dadurch beeinflusst wird. Und von daher schauen wir uns auch hier natürlich weiter auf dem Transfermarkt um. Also langsam muss ich sagen, merke ich, wir haben jetzt die eine Schwelle überstanden, die am Anfang immer so schwierig ist. Das Manager-Level dazu haben, das Vertrauen des Vorstands zu gewinnen, an dem, was man machen will. Das sind alles Experimente. Also ich sag mal so, wirklich anhand des Potenzials haben wir die Viererkette hier fix. Mit Jean, mit Cordoba, auch weiter mit Agafite, mit Rossi genauso. Der muss sich natürlich noch verbessern, der hat ein bisschen Nachholbedarf. Und Gielen ist auch auf einem richtig guten Weg. Ansonsten müssen wir natürlich schauen, dass wir Spieler aus der eigenen Jugend für die passende Position dann noch bekommen. Ich werde später dann natürlich auch noch angemessen dafür scouten, um halt wirklich diese Spieler dann auch zu finden. Im Endeffekt aber bin ich bis hierhin wirklich sehr zufrieden. Ich hoffe jetzt einfach auf ein bisschen Glück in dieser Saison, dass letztes Jahr nicht vorhanden waren mit den Scouts. Da ist die Anforderung jetzt auch für mich ein bisschen höher. Da muss jetzt was dabei rumkommen und die Spieler hier, die wollen wir auf gar keinen Fall verkaufen. Also auch wichtig, dass die natürlich bei uns Stamm spielen. Ja, gerade die wichtigsten Spieler will ich behalten, denn wenn die mal gehen, das ist dann echt schwierig, da einen Ersatz zu finden. Und von daher, wir sind auf einem super Weg. Ja, das ist bis hierhin echt in Ordnung. Im Hintergrund verkaufe ich weiter Spieler, dass wir Geld haben und dass wir den Kader auch natürlich außerhalb der Spieler aus der eigenen Jugend noch mit Neuzugängen ein bisschen bestücken können. Weil auch hier ist es wichtig, dass wir natürlich den Weg weiter nach oben gehen. Die Ansprüche vom Vorstand werden immer höher, von daher müssen wir das Team abgesehen unserer Jugendspieler auch fördern. Aber das große Ziel, dass am Ende in der Champions League 11 Spieler aus der eigenen Jugend dann spielen, das ist natürlich noch immer gegeben. Das wird auch immer so bleiben, also das verlieren wir auf gar keinen Fall aus den Augen. Der erste wohl große anzukündige Neuzugang ist Jan-Fiete Arp. Wir zahlen hier 3,65 Millionen, das war die Freigabesumme und verstärken uns damit auf einer Stürmerposition. Für mich auch hier, was die Transfers angeht, eine kleine Taktik auf Position, wo wir bereits potenziell gut aufgestellt sind, hole ich keine Neuzugänge, zumindest keine für die Startelf. Jan-Fiete Arp spielt auf einer Position, wo wir bis hierhin noch einen freien Spieler haben, also den haben wir damals vom freien Markt geholt. Von daher keiner aus der eigenen Jugend, einer, der uns weiterbringt und wichtig auch für Liga 2, genauso auch Hinblick dem Aufstieg zur ersten Liga. Debüt in der zweiten Liga, wir spielen zu Hause gegen den VfL Bochum und wir gewinnen mit 3:1. Larondo, Agafite und Arp treffen für uns, Saklam nur mit dem zwischenzeitlichen 2:1 Anschlusstreffer. Wir sind also angekommen, ich freue mich drauf und das mit einem Sieg in Liga 2, das ist sehr vielversprechend bis hierhin. Wir haben die ersten paar Spieler jetzt aus den Scouting-Berichten geholt und da ist Aziz El Shami, der ist schon mal gar nicht verkehrt. Den nehmen wir auf jeden Fall mit. Die anderen zwei, ja, die haben auch ein sehr gutes Potenzial. Ich werde sie einfach mal verpflichten in der Hoffnung, dass sie sich dann auch erwartungsgemäß verbessern, weil das ist natürlich auch eine Grundvoraussetzung. Unsere Mannschaft seht ihr im Hintergrund. Ich freue mich jetzt aufs erste Pokalspiel als Coach von 60, wobei nein, das stimmt nicht ganz, denn letztes Jahr hatten wir, glaube ich, schon ein Finale bzw. ein Spiel im Pokal und haben da nicht ganz so gut abgeschnitten. Von daher gehen wir jetzt rein. Da war es, glaube ich, Nürnberg und da haben wir 3:1 verloren gegen WN Wiesbaden, glaube ich, aber ist mehr drin und von daher hoffen wir auf den Einzug in die nächste Runde. 60 gegen WN, es wird ein 3:0. Cardoso, Gielen und Larondo treffen. Damit sieht das richtig gut aus. Wir ziehen also das erste Mal in die nächste Runde ein. Ganz kurz, ich habe jetzt einfach mal den einen Scout entlassen, ja, das war, glaube ich, der belgische Scout, wir haben jetzt Julian Falke, ja, für alle die, die den Insider kennen, ist natürlich auch ein Zeichen, das ist der erste jetzt mit beiden Malen 5 Sterne, hat mir 4 Millionen vom Konto abgezogen, wir versuchen einfach in Deutschland hier ein Netzwerk aufzubauen, so rum, genau, der endet hier dann zwar am 15.06., weil ich den anderen abgebrochen habe, 2,5 Monate später als die anderen, die haben bisher aber noch nichts wirklich Gutes gebracht, das ist unser Team, in der Saison stehen wir gut, was macht denn da hinten drin der Stürmer? Der kann doch gar nicht Rechtsverteidiger spielen. Hier haben wir gerade gar keinen. Müssen wir mal gucken, ob da einer ausweichen kann. Gielen könnte da spielen. Okay, ich muss mal schauen. Irgendwie werde ich es vermutlich hinbekommen. Hoffe ich zumindest, weil wir haben keinen Außenverteidiger. Wir spielen da jetzt einfach mit Okuno. Der kann da zwar nicht spielen, aber dieses Risiko müssen wir jetzt eingehen. Wir haben keinen anderen Spieler. Und von daher werden wir jetzt dann diese Hinrunde so mal zum Ende hin simulieren. Also, wir sehen uns jetzt dann gleich. Wir sind nämlich bereits nach der Transferphase am 1. Januar. Genau. Die Simulation zum Winter ist jetzt abgeschlossen. Wir blicken mal ganz kurz zurück auf den DFB-Pokal. Runde 2 war nämlich hier Gladbach irgendwo.
oder auch nicht. Nee, es war tatsächlich Freiburg zwischendrin. Da haben wir zu Hause 2-1 gewonnen, dann war es Gladbach und da haben wir 2-1 verloren im Achtelfinale. Trotz allem, das Ziel war, glaube ich, die letzten 32 und da sind wir dann reingefallen mit Runde 3. In der zweiten Bundesliga schauen wir auf die Tabelle und wir stehen auf Platz 3. Deutlich hinter Union Berlin, noch viel deutlicher hinter dem FC Nürnberg. Der Club ist also vorne mit dabei, ohne Niederlage. Aber für uns riecht es Stand jetzt nach Relegation. Ich denke, neben Düsseldorf kann da kein Team mehr rankommen. Also, das ist eine deutliche Dominanz von 4 Teams oben drin und da oben da auch wir. Ich freue mich drauf, ja? Sehr, 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 sehr gut. Ich kann mich echt nicht beschweren. Jugendstab, wir gucken ganz kurz durch und ich hoffe, dass es hier irgendwo einen Kracher gibt. Ja, der sieht schon mal vielversprechend aus. Das ist in Ordnung. Hier nehmen wir mal noch den mit. Ansonsten hoffe ich halt auch irgendwie glücklich auf einen Außenverteidiger, weil da sind wir aktuell wirklich sehr schmal besetzt und wenn man da direkt einen aus der Jugend mit gutem Potenzial ranführen kann, das wäre natürlich von Vorteil. Nee, also es war wieder viel zu wenig und wir haben auch hier aktuell keinen, der da auf dieser Position spielen kann. Den werde ich direkt mal wieder rauspacken. Die anderen sind auch nicht wirklich unbedingt vielversprechend, ja. Auch den Schäfer hier werde ich wieder wegnehmen, weil der einfach zu wenig hat, auch Ole Stief. Nee, das bringt uns nichts. Ja, mittlerweile haben wir tatsächlich schon einen Grad von Qualität, wo man sagen kann, da kann man auch höhere Ansprüche stellen. Auch Rossi hat sich hier richtig gut verbessert. Übrigens, kleine Story kurz am Rande, bevor ich das Ganze vergesse. Wir haben das tatsächlich gehabt letztes Jahr bei Agafite, glaube ich, war das. Und auch noch bei einem anderen Spieler, die sich innerhalb nur einer Saison, ich glaube es war Gielen, um 6 Ratingpunkte verbessert haben. Auch er hat jetzt die 70 plus erreicht. Tatsächlich haben wir Van de Voort schon auf eine 80 und Jan Vieter ab kurz davor. Ich warte nur noch drauf, bis der erste eigene Spieler aus der Jugend den Weg Richtung 80 findet. Erstmal aber heißt es, diese Saison wieder zum Ende zu bringen. Ja, es ist tatsächlich bitter, weil man halt einfach viel zu wenig Spieler aus der eigenen Jugend hat. Ich speichere jetzt mal nicht, weil ich davon ausgehe, dass wir noch immer im Amt bleiben sollten. Normalerweise. Ich simuliere mal hier hin, dann sollten nämlich die anderen 2 Scouts fertig sein. Dann kann ich da reinschauen. Und dann geht es auch schon ins Ende der Saison, um dann Saison Nummer 5, was es glaube ich mittlerweile ist, auch schon abzuhaken. Der angesprochene Tag ist also da, der 23. Von daher sollten jetzt dann auch Scouting-Berichte da sein. Für euch ein ganz kurzer Blick. Die Relegation kann uns rein rechnerisch eigentlich keiner mehr nehmen. Gehen wir einfach mal davon aus. Es müsste schon einiges gut passieren, dass wir noch vor den Club kommen. Von daher ruft vermutlich hier die Relegation. Und wenn wir die nicht schaffen sollten, dann ist es halt so. Dann ist es wirklich nicht so wild. Den werde ich nicht verpflichten, den genauso wenig. Ja, das Potenzial ist einfach zu schwach gewesen. Wir hoffen jetzt auf den ein oder anderen Kracher hier. Denn bis dato ist das auch einfach viel zu wenig. Hier haben wir mal einen mit einer 70, 850.000 Makler. Das ist gut. Ja, das ist sehr gut sogar. Trotz allem ist es mal wieder zu wenig. Ja, Ole Schneider nehmen wir auch noch mit. Den hier aber nicht. Nee, gut. Und bei den anderen habe ich gesehen, dass die wieder verfügbar sind. Die werde ich dieses Jahr aber nicht mehr rausschicken. Ich habe aber irgendwie gehofft, dass wir da trotzdem noch einen Blick auf die Scouting-Berichte werfen können. Aber anscheinend nicht. Okay, da habe ich mich anscheinend ein Stück weit verzockt. Aber gut, hoffen wir einfach mal, dass da kein guter Spieler mit dabei war. Das ist unsere Mannschaft im Hintergrund. Die soll sich weiter verbessern. Und Rossi könnte tatsächlich auf die 70 springen am Ende der Saison. Nach der womöglichen Relegation schauen wir dann natürlich auch nochmal auf den ganzen Wachstum von der Mannschaft. Weil auch das ist extrem wichtig natürlich. Also hier sehe ich jetzt keine Relegation im Juni steht die dann aber an. Gegen Darmstadt gewonnen, gegen Heidenheim ebenfalls und davor Sandhausen war klar. Kräuter führt auch. Wir holen zwar wirklich alle Punkte, aber auch der Club lässt sich dann nicht mehr in die Karten schauen. Wir haben 15 Punkte Vorsprung auf die Fortuna aus Düsseldorf, müssen also in die Relegation. Da freue ich mich dann auch gleich drauf. Und jetzt werde ich sagen, bevor wir da reingehen, bevor der Gegner dann auch feststeht, heißt es hier nochmal ganz kurz monatliches Scouting-Update. Haben wir hier nochmal eine richtige Maschine mit dabei. Es scheint nicht so. Die sind zwar alle nicht verkehrt, ja, wie vorhin auch schon angesprochen. Aber mittlerweile müssen wir einfach da auch wirklich mit einem spezielleren Auge draufschauen. Das ist zu wenig, was aber alles gar nicht so wild ist. Viel, viel wichtiger, wer hat sich wie entwickelt in diesem Jahr? Und da sortieren wir einfach direkt mal nach dem Gesamtrating und haben hier natürlich dann auch den ersten Blick drauf. Wir sehen hier plus 4 Jan Vieter Arp. Ja, das sind natürlich zwei Spieler, die uns erstmal nichts angehen. Genauso auch Diallo, weil die früher oder später nicht mehr in der Startformation sind. Der erste Spieler aber hier, der das Ganze anführt, ist Kapitän Agafite, der Rumäne. Plus 5, hat sich um 5 Ratingpunkte verbessert. Cordoba um 4, Shaw um 3, Cardoso ist auch nicht so wichtig, Larondo ebenfalls um 3. Auch er hat tatsächlich das Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Das wundert mich ein bisschen. Der ist auch nicht so wichtig. Gielen plus 3. Okuno, naja, der ist eher auf dem freien Markt gewesen. Und ansonsten Rossi plus 6. Wow. Ja, das sind richtig gute Zahlen hier. Wir haben hier nochmal einmal, hat Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Bei Azizi El Shami. Gut, plus 6 ist wirklich vielversprechend. Das ist echt gut. Das ist richtig, richtig stark. Auch Akpan hier. Aber trotz allem kommen die natürlich auf Positionen zum Einsatz, die bei uns schon so gut besetzt sind, dass man da gar keinen Handlungsbedarf mehr sieht. Aber irgendwie ein Stürmer hätte ich nichts dagegen, genauso in der Defensive. Da müssten jetzt nochmal die richtigen Kracher dann auch aus der Jugend kommen. In diesem Jahr nicht. Aber gut, dieses Jahr schließen wir jetzt dann gleich ab und besser gesagt direkt nach der Relegation. Hannover wartet jetzt hier. Wir müssen nicht verzichten auf eine Stammkraft hier. Wir gehen also in Bestbesetzung rein. Liga 1 oder Liga 2. Für uns ist es eigentlich völlig egal. Wir verlieren
verlieren hier mit 3:1. Ja, La Rondo hatte nochmal die Chance, uns wieder ranzubringen. Von daher sehen wir noch ein Stück weit, es ist nicht ganz so gut, wie es aktuell aussieht. Aber Platz 3 in der ersten Zweitligasaison, das ist top. Zudem natürlich auch die Ansprüche gar nicht mal so hoch gestellt worden sind. Also wir können uns hier wirklich komplett voller Stolz dann auch von dieser Saison verabschieden. Nur mit dem Klassenerhalt, aber mit Platz 3, was natürlich auch sehr, sehr viel Möglichkeiten fürs nächste Jahr bringt. Aber auch Liga 2 ist, denke ich, der erste richtige Schritt, gerade für diese Mannschaft, die noch so jung ist. Wir gewinnen hier und sehen, dass der Elfmeter von La Rondo im Hinspiel tatsächlich alles geändert hätte. Es ist aber nicht so wild. Hannover bleibt in Liga 1, wir bleiben in Liga 2 und hoffen nächstes Jahr auf ausgewählte Positionen, Neuzugänge aus der eigenen Jugend, denn das Team muss eigentlich nur noch in der Breite gut aufgestellt sein, überall mit einem Jugendspieler, und dann können wir angreifen, auch in der Bundesliga, wobei wir da noch ein bisschen Zeit brauchen. Aber diese Zeit lassen wir. Rossi hat sich nochmal verbessert, plus 7 in diesem Jahr, und jetzt heißt es Saison Nummer 5. Für mich ist ein neuer Tag, beziehungsweise es sind schon 2 Tage jetzt hinter mir, und jetzt bin ich wieder in der Aufnahme, auch für mich und für euch nochmal der Blick aufs Team. Jan-Fiete Arp ist klar, diese Mittelfeldreihe, die ist wirklich komplett voll mit Spielern aus der eigenen Jugend. Auch Gielen ist dabei. Bakary hoffe ich auch, dass er sich erwartungsgemäß verbessert. Und dann sind es wirklich nur noch die Rechtsverteidigerposition, Innenverteidiger anstelle von Giallo. Van der Voort soll natürlich ersetzt werden und Jan-Fiete Arp. Das sind insgesamt, wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, dann 4 Positionen, die nur noch fehlen. Und das sieht schon mal richtig gut aus. Genauso muss es auch weitergehen. Der Jugendscout ist natürlich rausgeschickt. Wir sind in der nächsten Saison. Zum einen geht es hier einmal nach Uruguay 9 Monate, Frankreich 9 und Italien 9. Wir haben auch, wenn mich nicht alles täuscht, unsere Scouts weiter spezialisieren, perfektionieren können. Hier haben wir ja einen mit 2x5 Sterne, hier ebenfalls, und hier einer mit 4 Sterne Erfahrung, 5 Sterne Einschätzung. Also die Talente sollten so nach und nach eintrudeln. Wir brauchen jetzt einfach auch nur noch die passenden Positionen, und dann bin ich guter Dinge. Ja, dann bin ich guter Dinge, dass wir in der Saison auch mit um den Aufstieg mitspielen, aber dann wären wir in Liga 1 und dann müssen wir echt gucken, dass wir vielleicht anhand von Transfers das Team so stärken, dass wir uns da etablieren können. Natürlich mit gemessener Anteilnahme auch unserer Spieler aus der Jugend. Und dann bin ich einfach mal gespannt, wie es läuft. Ja, wir simulieren nach vorne. Wir sehen uns dann mal wieder im Winter. Und da gibt es natürlich ausführlich den Scouting-Bericht aller 3 Scouts. Ich bin extrem gespannt. Wir sind angekommen im Winter. Und da sehen wir auch direkt, die Eintracht wartet im Viertelfinale vom DFB-Pokal. Auswärts also. Das wird nicht einfach. Wir schlagen aber den Sportclub zuvor und schlagen auch hier den MSV Duisburg. In der zweiten Bundesliga stehen wir auf Platz 1. 18 Spiele, 18 Siege. Jetzt tatsächlich schon 21 Punkte Vorsprung auf einen Nicht-Relegationsplatz, was bedeutet nicht Platz 3, und da ist aktuell die Fortuna aus Düsseldorf. Also den Aufstieg kann uns eigentlich keiner mehr nehmen. Das nächste Topspiel ist jetzt gegen den HSV, und viel, viel wichtiger ist, was sagen die Scouting-Berichte? Auch hier müssen wir natürlich weiter nach vorne schauen, und das sieht richtig gut aus. Shaw hat die 80 und wir haben auch Agifitei und auch Cordoba, die kurz davor sind, diese zu erreichen. Es ist wirklich ein Scherz. Ja, die Transferphase, die ist ja für uns eigentlich nur wichtig, weil wir auf die Jugend-Scouting-Berichte schauen wollen, und diesmal, wir haben höhere Ansprüche. Ich kann mich immer nur wiederholen. Das ist im Endeffekt viel zu wenig. Ja, da sind Spieler dabei, die kriege ich, keine Ahnung, wenn ich ihnen wie die D-Jugend von so einer Dorfmannschaft anschaue. Also das ist wirklich echt eine Frechheit bis hierhin. Na gut, trotz allem, wir bleiben natürlich weiter geduldig. Ich werde jetzt alle 3 Scouts zurückrufen, werde dann in 2 Tagen beide nochmal, ja, mindestens 3 Monate draufhauen. Nichtsdestotrotz gab es natürlich aus Uruguay auch ein bisschen was. Oscar Vergara, naja, das ist in Ordnung. Wir haben Antonio Arnaiz, aber der hat zu wenig Potenzial, kann damit auch wieder direkt freigegeben werden. Der sieht vielversprechend aus. Der Keeper hier, naja, wir nehmen ihn auf jeden Fall mal mit. Ansonsten aber war es wieder rundum einfach viel zu wenig. Und da muss mehr kommen. Auch er wird wieder entlassen. Die 2 Spieler bringen uns aber nichts, weil wir auf den Positionen mittlerweile gut besetzt sind. Ich schicke die Scouts jetzt nochmal raus. In welche Länder seht ihr gleich? In Brasilien habe ich oft schon wirklich gute Erfahrungen gemacht. Einmal Brasilien, einmal England, einmal Kroatien. Volle Konzentration also in der Liga. Wie gesagt, auch mit dem Blick, nächstes Jahr das Team weiter verbessern zu wollen. Denn wir wollen natürlich schauen, dass wir auch dann, wenn wir in Liga 1 sind, da verbleiben. Gut, im Endeffekt, wir haben noch ein bisschen Geld, nutze ich später für vorzeitige Vertragsverlängerung. Dann heißt es hier Hamburg, es heißt Bielefeld, es heißt dann auch Frankfurt. Und für uns heißt es wieder, wir sehen uns am Ende der Saison nach dem letzten Spiel gegen Dresden. Ich war gerade kurz nicht da und plötzlich müssen wir verlängern. 18. Mai, DFB-Pokalfinale gegen den VfL Wolfsburg. Wie bitte konnte das passieren? Ich meine, im Endeffekt werden wir da vermutlich nichts holen. Wir schlagen den HSV im Halbfinale, davor Frankfurt und davor Freiburg. Das war klar, genauso auch wie den MSV Duisburg. Schauen wir noch direkt auf die Zweitligasaison. 97 Punkte. Der HSV war auch mit uns im Halbfinale. Da konnten wir uns durchsetzen. Beide gehen aber direkt hoch in Liga 1. Düsseldorf in die Relegation. Und ich freue mich extrem auf die erste Liga. Aber nicht nur das. Ich freue mich auch extrem auf dieses Pokalfinale. Manager-Level ist in Ordnung. Cordoba und Agafitei haben die 80 erreicht. Scheuer ebenfalls. Das sind bereits 3 Spieler aus der eigenen Jugend. Lassen wir Flocker, Gielen und La Rondo da mal noch hinkommen. Dann sieht das echt richtig stark aus. Ein paar Spieler sind dazugekommen. Branko Kasun, den werden wir mitnehmen. Genauso auch Dusan Pavlovic. Ja, wir brauchen einen Keeper, aber auch der ist nicht ganz
ganz so gut. Sean Thomas hier, 650.000, das ist richtig gut. Alessandro Blanco aus Brasilien nehmen wir natürlich auch noch mit. Wir schauen direkt mal hier jetzt bei dem englischen zentralen offensiven Mittelfeldspieler danach, was der für ein Potenzial hat. Im Endeffekt hoffe ich, dass es auch eine Granate ist. Was war er? Das war er. Ein aufregender Mann für die Zukunft. Ja, das ist in Ordnung. Trotz allem ist das halt genau die Position, die wir leider nicht mehr brauchen. Ist völlig egal, wir gehen direkt im Anschluss rein. 1860 München, der VfL Wolfsburg. Wird's neben dem Zweitligapott der erste Titel? Nein, wird's nicht. Es wird ein 4:2 für die Wölfe und wir waren Finalist. Es war trotzdem richtig, richtig geil. Keen, Boateng doppelt und Ake oder Ake treffen hier für die Wölfe und bei uns ist es Jan-Vita ab mit einem Doppelpack. Ich kümmere mich jetzt noch um die Verträge und dann heißt es nächste Saison. Ja, die Spannung steigt. Wir kommen genau jetzt in diese Abteilung, wo es richtig, richtig interessant werden kann. Wie gesagt, wir verlängern jetzt auf jeden Fall langfristig schon mal die Verträge. Nicht, weil wir da einfach ewig lang auf einen Arb oder einen Pfande fortsetzen wollen, sondern weil wir noch drauf setzen müssen. Ja, der Kader wird auch nächstes Jahr wieder etwas ausgedünnt. Schaut euch diese Spiele an. Sean, das ist schon eine Maschine. Auch der Rafael Córdoba hier im Hintergrund. Werden alle langfristig verlängert. Das ist meine Intention da dahinter. Das ist mein Ziel. Und aktuell haben wir das Geld so, dass das kein Problem ist finanziell. Und wenn wir es jetzt machen, dann gehen wir da einfach in der Zukunft schon einigen Problemen damit aus dem Weg. Trotz allem, wir haben noch Probleme. Gerade auch in der Startformation müssen wir eigentlich im Kollektiv ein bisschen besser dastehen. Denn nur so können wir in Liga 1 bestehen. Und das ist noch mein großes Problem. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt machen sollen. Ja, kaufen müssen wir auf jeden Fall was. Trotz allem müssen wir natürlich auch gucken, wie es da einfach weitergeht. Bagué ist in Ordnung. Wir brauchen noch einen neuen Innenverteidiger, obwohl ich Bakary auch sehr, sehr gerne spielen lassen würde. Denn auch er ist einer aus der Jugend. Aber naja, es ist auch völlig egal. Im Hintergrund lasse ich nochmal ganz kurz die Gesamtratings durchlaufen. Hier Gielen plus 4. Das ist richtig, richtig stark. Auch Bakary ist weiter nach oben gegangen. Und die wichtigsten Spieler sehen wir hier mit Rossi. Den haben wir ausgeliehen. El Shami ist um 6 Ratingpunkte hoch. Und er sitzt bei uns nur auf der Bank, weil Flocker aktuell spielt. Die haben beide ein Stück weit die ähnliche Veranlagung, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht, Flocker hat aber das bessere Potenzial. Dixon ist weniger wild. Dickinson, so rum. Wir gucken mal noch drauf. Hier plus 3 bei Agafite. Das ist auch richtig, richtig stark. Hier plus 4 bei Liam Shaw. Das ist eine richtig geile Mannschaft. Ich kann mich echt nicht beschweren. Trotz allem, wirklich, wir müssen noch ein bisschen perfektionieren. Und das Ganze hoffentlich in der nächsten Saison. Wir gehen also in die nächste Spielzeit. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, die wievielte. Auf jeden Fall wissen wir, dass wir endlich wieder in Liga 1 angekommen sind. Nicht wieder, weil wir hier schon mal drin waren, sondern weil 1860 München natürlich bekannt dafür ist, damals auch schon in der ersten Bundesliga gespielt zu haben. Wir schauen nochmal ganz kurz auf meine Karriere. Das war Saison 1, 2, 3, 4 und jetzt sind wir in 5. Nee, okay, wir sind tatsächlich schon in 6. Ist das richtig oder habe ich mich jetzt verzählt? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wir sind in der 6. Saison und endlich angekommen in der höchsten deutschen Spielklasse und müssen jetzt mal gucken, was wir hier machen. Übrigens, das will ich euch nicht vorenthalten. Wir haben weitere Spieler aus der Jugend. Das ist einmal hier Horn und das ist hier auch noch Wojcik. Ne, wobei, das sind die doch gar nicht, oder? Rossi ist auf jeden Fall auch noch zurück. Ja, wir haben hier noch genau den Ribeiro war das. 65, 17 Jahre jung. Ist alles ja schön und gut, aber das sind halt leider Positionen, wo wir schon gut besetzt sind. Ich kann mich immer wieder wiederholen. Im Endeffekt aber heißt es, in der Breite gut aufstellen, das Team weiter nach vorne bringen und dann bin ich auch guter Dinge, dass man hier definitiv mehr holen kann in Liga 1, als nur gerade so den Klassenerhalt. Wir sind also hier weiter auch natürlich an den Scouts interessiert. Einmal Schweden, einmal Rumänien und nach Portugal und das jeweils für 9 Monate. Wir hoffen, dass hier der ein oder andere Kracher rumkommt. Ja, das ist natürlich die ganze Zeit das Ziel. Im Endeffekt muss ich jetzt nochmal aufs Potenzial schauen, denn wir haben zum einen hier Flocker, wir haben zum anderen El Shami draußen noch auf der Bank und wir haben natürlich hier auch die nach der Leihe zurückgekehrten Rossi, die allesamt irgendwie da spielen können und alle ziemlich identisch sind. Ich schaue jetzt nochmal aufs Potenzial in der Hoffnung, dass die nicht weg wollen und ich auch wirklich aufs Potenzial schauen kann. Wir gucken mal ganz kurz drauf. Das ist einmal hier. Wo sind denn die linken Mittelfeldspieler? Hier. Hat Leier gefordert. Ja, gut. Vertrag läuft in 12 Monaten aus. Das werden wir ganz kurz verlängern. Und dann ein aufregender Mann für die Zukunft. Flocker hat auch Leier gefordert. Ja, was habt ihr denn alle? Ja gut, dann werde ich die vermutlich leihen und Rossi vorerst mal spielen lassen. Der erste Neuzugang, der jetzt mal wieder eine Ablösesumme kostet, steht fest. Es ist Van Heusden. Ja, der spielt mittlerweile nicht mehr bei Lüttich. Ich glaube, da war er mal. Sondern bei Schalke 04. Hat einen 81er Rating und auch da spielt er jetzt nicht mehr. Kostet uns 25 Millionen und verstärkt vorerst mal unsere Defensive. Natürlich auch hier weiterhin wichtig. Im Hintergrund sollen die eigenen Jugendspieler entwickelt werden. Im Hintergrund läuft alles soweit. Ja, ich habe ein paar neue Spieler geholt und beide werden jetzt übernommen. Ja, das ist einmal ein Keeper. Okay, da braucht natürlich noch Zeit. Robert Tilea, das könnte unsere neue Nummer 1 werden. Und Guilherme Noronha, das ist einer für die Linksverteidigerposition. Und das ist richtig stark, denn der wird dann nach und nach rangeführt. Sobald der die 75 hat, geht dann auf jeden Fall Gielen nach rechts. Der kann da auch spielen und dann haben wir den links.
allerdings. Also zwei neue Positionen, die natürlich jetzt noch nicht direkt in der Startelf sind, aber in die Trainingseinheit kommen. Die habe ich ab dieser Saison eingeführt, weil ich glaube, damit können wir nochmal Riesenschritte mit nach vorne machen. Das also die Trainingseinheit. Ich bin außersehen bei Tilea selber draufgekommen. Wir haben das A geholt tatsächlich. Zweimal den Keeper, zweimal den Verteidiger und Rossi noch dazu. Das sind also die Trainingseinheiten in der Hoffnung, dass die sich jetzt dann auch wieder verstärken. Aber auch dazu als kleiner Nebenvermerk sage ich jetzt einfach mal, die Trainingseinheiten werde ich nur während den Transferphasen führen. Andersweitig habe ich da gar keine Zeit dafür. Noronha, der wird auf jeden Fall direkt mal mitgenommen und der kommt jetzt dann auch direkt bei uns auf die Bank. Vielleicht sammelt er da schon das ein oder andere Spiel, natürlich dann Spielpraxis. Bakare, der ist einfach aktuell nicht gut genug, kommt dann hier raus. Wobei, nee, Okuno, der haben wir vom freien Markt geholt. Die zwei sollen auch nach und nach etabliert werden in die Startelf. Ich bin sehr zufrieden. Genau diese Mannschaft, die ihr jetzt gerade im Hintergrund gesehen habt, die bringt uns jetzt dann auch zum Bundesliga-Debüt. Nicht überhaupt in der Vereinsgeschichte, aber nach sehr jahrelanger Abstinenz, sagen wir es so. Der TSV 1860 München trifft auf den FSV Mainz 05 und wir starten rein und wir gewinnen unseren Auftakt in der Bundesliga mit 2:0. Doppeltorschütze ist Jan Fiete ab. Wir haben 7 Punkte nach 3 Spielen zum Auftakt. Schauen gleich natürlich nochmal auf die neuesten Scouting-Berichte. Ihr seht unten die Nachricht. Zu guter Letzt aber nehmen wir diese Trainingseinheit jetzt nochmal mit. Der Ersatzverteidiger Noronha ist auch schon mal hochgegangen. Das ist wichtig. Ja, auch Bakare ist jetzt neu dazu anstelle von Rossi. Das sind die drei Spieler, die ich jetzt als nächstes potenziell natürlich ranführen will. Ich kann mich nicht beschweren. 7 Punkte nach 3 Spielen. Die Mannschaft ist in Topform. Ja, ich bin unfassbar zufrieden und genau so soll es dann auch weitergehen. Wir haben auch Spieler verkauft. Die zeige ich euch natürlich auch gleich. Hier gibt es mal ganz kurz einen kleinen Durchmarsch. Nee, das ist leider zu schwach. Gut, hier ist keiner dabei, der dazu passen könnte. Wir schauen auf den nächsten. Auch hier bleibt ihr natürlich mit live dabei. Der hier sieht gut aus. Ja, die anderen Spieler. Nee, das ist mir einfach zu wenig. Ja, leider müssen wir halt da die Ansprüche höher schrauben. Ich habe es schon ganz oft gesagt. Im Endeffekt tut mir das leid für den ein oder anderen Spieler, die halt wirklich echt gut aussehen. Aber hier ist auch keiner dabei. Also, ja, wir brauchen, wenn wir Spieler holen, wirklich welche, die den Unterschied machen könnten. Marius Dann war da einer davon und genau deshalb verpflichten wir den jetzt für unser Team. Im Hintergrund haben wir auch immer wieder Spieler noch von der Jugend natürlich im Kader gehabt, die den Verein jetzt dann verlassen haben. Wojcik hier 6,1, Ribeiro, Blondéan, weiter geht's mit Belka hier, dann Valet, wir haben Schneider verkauft, El Shami verliehen, genauso auch Flocker und Van Heusten kam. Ja, das war's. Viel mehr soll auch gar nicht passieren. Wie gesagt, die ganzen Transfers, die wir jetzt getätigt haben, wie Van de Voort, Van Heusten, Diallo, Wague und so weiter und so fort, werden früher oder später sowieso aus der Startformation verschwinden. Und wir verschwinden jetzt auch aus der Anfangsphase in Saison Nummer 6 und sehen uns direkt am 1. Januar hoffentlich mit einem richtig guten Blick auf die Bundesliga-Tabelle. Wintertransferphase bedeutet auch wieder, wir steigen ins Training ein und schauen auf die Liga. Manager-Level ist top, unsere Platzierung auch, 24 Punkte. Damit haben wir nichts mit dem Abstieg zu tun, ganz im Gegenteil. Wir haben tatsächlich 13 Punkte Vorsprung auf den 1. FC Köln, mein Herzensclub. Ja, gegen die haben wir übrigens am 2. Spieltag 4:0 auswärts gewinnen können. Im Hintergrund seht ihr unser Team. Ja, ich bin unfassbar zufrieden. Ich sag's so oft, aber ganz ehrlich, ich weiß nicht, was ich sonst mehr sagen soll. Monatsbericht hier von der Jugendmannschaft, schauen wir ganz kurz drauf. Der ist noch immer nicht so alt, aber der hat auch an Potenzial verloren. Und das ist unfassbar bitter, weil eigentlich habe ich gehofft, dass das genau der richtige Keeper für uns ist. Scheint wohl so, als wäre er es doch nicht. Aber vielleicht haben wir ja die Hoffnung, und er war hier dabei. Ich habe gerade mal durchgeschaut, wir haben ein paar Spieler verpflichten können. Und darunter ein paar richtig starke. Thomas Gustafsson, schaut euch den mal an. Das ist einer, der bleibt bis zum Ende. Den verpflichte ich jetzt und den werde ich trainieren. Also den wir zuvor drin hatte, der kommt dann damit raus. Simon Berglund auch, vielversprechend nehme ich mit. Genauso auch Alexandru Moldovan. Ja, okay, das ist einer, der vermutlich nicht den Sprung Richtung erste Mannschaft schaffen wird. Genauso wenig wie Adriano Guerra. Trotz allem für die Bankbreite alles dabei. Und deshalb wird das Training jetzt angepasst. Wir holen also neue Spieler mit ins Training. Gustafsson, der Linksverteidiger, ist jetzt dafür neu mit dabei. Tilea bleibt mal noch. Ich habe die Hoffnung, dass es vielleicht doch den großen Sprung noch nach vorne macht, um irgendwann an Van de Voorts Gesamtrating ranzukommen. Wir brauchen eine neue Nummer 1. Einen neuen zukünftigen Außenverteidiger neben Gielen haben wir jetzt dann auch gefunden. Aber wie gesagt, es fehlen trotzdem noch einige Positionen. Die müssen weiter kompensiert werden. Wir verlieren gar nicht so viel Zeit. Ich mache das Ganze hier privat, individuell, manuell durch und tue nach allen paar Tagen natürlich das Training aktualisieren und wir sehen uns am Ende der Saison. Die Saison neigt sich dem Ende zu. Der DFB-Pokal war, glaube ich, ziemlich früh für uns zu Ende. Ich habe nämlich eigentlich gar nichts mehr gesehen. Ich weiß nur, Darmstadt war, glaube ich, in Runde 2 für uns dran. Wir schauen gleich drauf. Ja, DFB-Pokal und Bundesliga Gladbach. Zum Abschluss schauen wir drauf. Ist eine 2:0-Niederlage. Wir haben dann eigentlich 45 Punkte geholt und völlig stabil abgeschnitten. Man sieht uns sogar in der oberen Tabellenhälfte. Der
großer Rivale, ebenfalls aus München, ist der Rekordmeister. Das ist der FC Bayern München. Die stehen mit mehr als doppelt so vielen Punkten wie noch wir auf Platz 1. Ist völlig egal. DFB-Pokal, schauen wir mal ganz kurz rein. Runde 2 hatten wir da tatsächlich noch in Darmstadt gewonnen und dann verloren gegen Frankfurt im Elfmeterschießen. Okay, das ist in Ordnung. Der Vorstand vertraut uns weiter und das ist das Wichtige. Und so macht's natürlich auch Spaß. Übrigens, Gustafsson, den habe ich vorhin mal reingeworfen, einfach in die Startformation. Der spielt bei uns jetzt auch ein bisschen, hat sich nicht so wie erwartet verbessert. Trotz allem bin ich wirklich sehr zufrieden damit. Rossi ist ebenfalls nach oben gegangen und jetzt schauen wir einfach mal, wie das Ganze weiterläuft. Wir werden natürlich auch gucken, dass wir hier immer mehr Spieler auch von der Bank natürlich mit einsetzen können. Im Endeffekt aber kann ich mich echt nicht beschweren. Der Torhüter sollte jetzt vielleicht auch schon 16 sein. Wir gucken mal ganz kurz drauf. Den können wir eigentlich mal wieder rauswerfen. Der Torhüter, der ist tatsächlich 16. Nehmen wir natürlich mit, aber das Potenzial ist leider nicht ausreichend, um hier einer für die Startelf zu sein. Wir probieren es jetzt einfach nochmal. Niklas Schulte, den werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Der sieht richtig stark aus. Der Keeper hier hat Stand jetzt auch ein richtig gutes Potenzial. Von daher wird er jetzt der Nächste, der mal trainiert wird, in der Hoffnung, dass er dann vielleicht die neue Nummer 1 wird. Im Endeffekt aber brauchen wir Zeit. Ja, und diese Zeit nehmen wir uns auch jetzt. Und deshalb würde ich sagen, wir machen jetzt direkt mal einen großen Sprung innerhalb 2-3 Saisons, wo ich euch gar nicht mehr viel über das Nationale erzähle. Wichtig ist, dass wir nur im Amt bleiben. Alles andere ist eigentlich eher mal zweitrangig. Und von daher würde ich sagen, wir gehen mal 2 Saisons nach vorne und da zeige ich euch die Mannschaft dann, wie sie zu dem Zeitpunkt da mal aussieht. Ja, vielleicht mit ein paar richtig neuen, geilen Jugendspielern. 3 Hours later. Einige Zeit ist vergangen. Ich glaube sogar, genau gesagt, 2-3 Saisons müssen es hier mindestens gewesen sein. Ich bringe euch, soweit mir alles noch im Kopf ist, auf jeden Fall jetzt mal den neuesten Stand. Wie gesagt, wir haben hier ein paar Ziele. Direkt vorab, wir haben jetzt auch endlich einen Stürmer, der früher oder später Jan Vita Arp ersetzen kann. In der Innenverteidigerposition anstelle von Diallo will ich früher oder später Mendes reinbringen. Und ansonsten haben wir Keeper Marmeri auch schon anstelle von Van de Voort. Ist zwar dann nicht mehr die beste Lösung, aber so bringt er natürlich die meiste Erfahrung mit und nimmt auch am meisten Gesamtrating zu. Nämlich das ist das große Ziel. Und ansonsten Akafite, Cordoba, das ist ja unglaublich. Also das Mittelfeld ist atemberaubend, auch Gielen ist top. Gustafsson ist auf dem besten Weg dorthin, den kennt ihr glaube ich auch noch nicht. Also die Mannschaft hat wirklich sehr, sehr krass an Form zugenommen. Da ich letztes Jahr, also außerhalb dieser Aufnahme des Öfteren mal simuliert habe und gemerkt habe, noch immer mit Mendes, Gomez und auch nochmal Mary im Tor, funktioniert das nicht ganz so gut. Wir haben keine allzu guten Ergebnisse geholt, auch letztes Jahr wieder nur die Europa League. Zwischenzeitlich waren wir aber tatsächlich in der Königsklasse und sind da dann auch weitergekommen. Wir schauen mal ganz kurz auf meine Karriere, das müsste vor 2 Saisons gewesen sein. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Irgendwo waren wir auf jeden Fall in der Champions League. Wir müssen mal ganz kurz reinschauen, vielleicht sehe ich das Ganze hier national, ich will international, sieht man das hier nicht? Nee, hier war UEFA Europa League Platz, Mittelfeldplatz. Nee, also keine Ahnung. Ehrlich gesagt habe ich gehofft, dass man das hier sieht. Kontinentaler Pokal, Halbfinale. Das war, glaube ich, die Champions League, oder? Nee, UEFA Europa League Platz. Nee, ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt, ich bin mir nicht zu 100% sicher. Auf jeden Fall müssen wir halt trotzdem genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Aber doch, hier sieht man das doch irgendwo. Champions League, hier, Achtelfinale, genau, da haben wir gespielt gegen den FC Barcelona, im DFB-Pokalfinale waren wir und in der Liga waren wir am Ende dann, wie viel da waren wir denn? Ach, Fünfter, genau. Ihr seht auch noch immer die Top-Abgänge, El Shami ist eine Saison davor gegangen, da war international noch gar nichts los bei uns, das hat sich hier geändert, da war dann Barca Endstation im Achtelfinale, dann das Jahr drauf waren wir im Viertelfinale der Europa League, Sieger vom DFB-Pokal und Fünfter in der Liga, dann haben wir hier den Pokalsieg, nee, okay, das war's dann auch schon wieder. Ja gut, ich glaube, ihr habt 2 oder 3 Saisons verpasst, aber nichts wirklich Wichtiges, wir haben jetzt tatsächlich die Mannschaft in der Breite so aufgestellt mit Positionen, wie ich es die ganze Zeit wollte. Und jetzt müssen wir schauen, dass Gustafsson noch hochgeht. Auch Bakari kann gerne noch die 85 einnehmen. Und die 85 ist dann auch das Ziel bei Marmeri, bei Mendes und natürlich bei Gomez. Ja, das sind die 3 Spieler. Gomez, Mendes und Marmeri ist schon hier in der Stammposition auf der Torhüterposition. Und ansonsten gucken wir mal, was diese Saison jetzt bringt. Ja, Supercup-Finale gegen den BVB als nächstes. Davor natürlich auch die Scouts und die werden auch nochmal rausgeschickt. Und hier werde ich jetzt doch wieder auf alte Formen zurückgreifen. Ja, wir gehen einmal nach Deutschland. Ich will nämlich noch ein top deutsches Talent haben. Und einmal würde ich sagen, gehen wir hier nach, gehen wir nach Ghana oder nein, gehen wir nach Nigeria. Das mache ich jetzt. Und jetzt habe ich aus Versehen nur 3 Monate. Gut, dann werde ich den später nochmal rausschicken. Und ich würde sagen, wir gehen einfach nochmal nach Argentinien. Ja, übrigens waren wir auch irgendwann mal in Uruguay. Da haben wir dann natürlich Mendes geholt. Und wir haben auch hier Gomez. Was ist der nochmal für ein Landsmann? Ich glaube, das ist irgendwie Spanier oder so. Also den haben wir da auch noch bekommen. Ich bin sehr zufrieden. Auch die Bank ist sehr, sehr gut. Natürlich
natürlich sind wir in der Breite auch unfassbar stark noch aufgestellt, wo wir natürlich mal schauen müssen, weil früher oder später wollen immer wieder Spieler weg. Die Moral ist nicht gerade so gut, aber das Manager-Level hält sich eigentlich wirklich in einem konstant guten Level. Auch hier zwar im roten Bereich, aber trotzdem bin ich sehr zufrieden. Die Trainingseinheit seht ihr im Hintergrund, Mameri, Gustafsson, Mendes und doppelte Einheit bei Gomez, also das natürlich hier noch im Hintergrund, aber auch nur solange jetzt quasi der Vorrat reicht, wollte ich schon sagen. Nein, nur solange die Transferphase natürlich geht. Weil ich mir aktuell wirklich noch nicht die Entscheidung abnehmen kann, welche Spieler ich wann hole, wann Endstation ist und so weiter und so fort, haben wir jetzt einmal Hahnheide hier geholt, Linksverteidiger und Laval. Beide werden jetzt für die, nicht für die Startformation, aber für den Kader der A-Mannschaft natürlich erstmal verpflichtet. Für uns geht es jetzt auch in die Europa League im Endeffekt, aber ist die Saison weniger wichtig. Viktoria Pilsen, Galatasaray und zu guter Letzt Red Bull Salzburg. Ja, Werder Bremen wartet im Pokal und auf uns warten natürlich schwierige Wochen. Ich werde aber noch immer mal gucken, dass wir ein bisschen Training machen. Jetzt nochmal die letzte Einheit für diese Sommertransferphase, die zwar schon abgeschlossen ist, aber trotz allem für mich noch wichtig. Im Hintergrund habe ich natürlich auch die Jahre davor immer mal wieder Spieler verkauft, aber ich habe da nie drauf geguckt. Ja, ich habe nie verhandelt, wirklich nie. Ich habe einfach verkauft. Chevalier und Kelly haben wir verliehen, Anzinger ist gegangen und Bissouma ist gegangen. Ja, und da habe ich die letzten Jahre auch immer genau so gehandelt. Spieler verliehen, Spieler verkauft, die weniger wichtig waren, und das ist einfach auch noch immer jetzt der Hintergrund, den ich weitermachen werde. Das Team steht, ich bin unfassbar zufrieden. Ich glaube, diesen Satz habe ich häufiger gesagt als alles andere in dieser Aufnahme, und hier hoffen wir, dass der ein oder andere Spieler noch hochgeht, aber Einzeltraining erst wieder im Winter. Schauen wir jetzt dann also gleich mal zurück, wie es international gelaufen ist. Ja, aber ansonsten wollen wir gar nicht so viel Zeit verplempern. Viktoria Pilsen 2-0, Galatasaray 5-0, Red Bull Salzburg 3-1, Rückspiel 4-0, Viktoria Pilsen 2-0, Gala 5-1. Ja, das könnte ein neuer Torrekord sein. Wie viel haben wir denn? 21-2, 18 Punkte, maximale Punktausbeute, und wir treffen jetzt auf den SC Herrenwehen. Okay, wir schauen noch ganz kurz auf den DFB-Pokal. Da waren die letzten Jahre eigentlich ziemlich erfolgreich. Stuttgart Runde 3 gewonnen, beim BVB Runde 2 gewonnen, tatsächlich bei Werder Bremen. Und in der Bundesliga heißt es 1860 auf Platz 3. Und das oben mit Bayern und Dortmund. Wir liefern uns da also einen Dreikampf, und es sieht tatsächlich so aus, als würden wir nächstes Jahr wieder in die Champions League marschieren. Genau da wollen wir natürlich hin. Manager-Level ist stabil. Ja, es ist echt traurig zu sehen, dass knapp 150 Millionen einfach so auf dem Konto bleiben müssen. Was war hier das Ziel? Ligameister werden. Ja gut, ganz so weit sind wir jetzt noch nicht. Vielleicht, wenn wir hier mit einem richtigen Keeper angehen würden, dann vielleicht schon, aber so jetzt natürlich nicht. Wir müssen mal schauen. Die Trainingseinheit wird natürlich weiter angepasst. Mendes kurz vor der 78, Gomez kurz vor der 75. Der wird jetzt hier auf jeden Fall nochmal ersetzt. Außenverteidiger Gustafsson soll nochmal ein bisschen trainieren. Hat zwar wirklich keinen Potenzialpfeil mehr, aber trotz allem, wir müssen. Ja, es bleibt nichts anderes übrig. Er ist auf dem besten Weg bis dahin. Die anderen Spieler natürlich auch. Ein Monat gibt es für mich jetzt noch intensives Training, und am Ende der Saison schauen wir dann natürlich auf alle Jugendspieler. Wir müssen tatsächlich die Simulation verlängern, denn es stehen noch zwei Finalpartien an. DFB-Pokal Wolfsburg und die Roma, mein Lieblingsclub international in der Europa League. Wir schauen ganz kurz auf den Werdegang. Wir haben im Halbfinale gewonnen gegen Leipzig, davor gegen den VfB, und Dortmund war ja schon bekannt. In der Bundesliga im Endeffekt sind wir Zweiter geworden. Ja, wir haben 7 Punkte Rückstand auf Borussia Dortmund, sind aber erstmals überhaupt für unsere Geschichte, jetzt seit wir hier im Traineramt sind, vor dem großen FC Bayern München mit einem Punkt. Und das direkte Duell haben wir hier endlich mal für uns entscheiden können. Ich schaue mal ganz kurz drauf, wie wir hier gespielt haben. 2-0 tatsächlich in der Allianz Arena gewonnen. Und wenn wir da schon dabei sind, schauen wir noch auf den Werdegang in der Europa League. Die Römer warten jetzt die AS Roma und im Halbfinale gewonnen gegen Valencia mit 7-3 in der Gesamtwertung. 3-0 gegen Lille. Davor war es ein Sieg, 6-0 gegen Leipzig. Und davor hatten wir ein 8-0 gegen Herrenwehen. Ja, die Mannschaft zeigt jetzt, was drauf hat. Und es ist tatsächlich auch so, dass wir den perfekten Mix gefunden haben. Die Jugendspieler sowie Gustafsson oder auch Mendes werden nach und nach eingesetzt, und Mameri ist mittlerweile schon Nummer 1 hinten drin. Der muss sich jetzt nur noch weiter verbessern. Das sieht das überragend aus. Nächstes Jahr mit der Champions League, ich vermute nicht, dass wir da lange bleiben werden. Wobei mit der Mannschaft an sich schon, aber ich will Mendes und Gomez noch auf der 80 bekommen. Dann in die Startformation, und dann könnte hier alles passieren. Gehen wir ganz kurz rein, Live-Simulation also gegen den VfL Wolfsburg. Wenn wir das holen, ist das tatsächlich unser erster Titel, und das ist jetzt dann auch der Fall. Diallo trifft in der Runde und auch Dickinson und Cordoba, das ist einer unserer besten Spieler, ich glaube mit einer 92, der hat sich jetzt leider verletzt. Ich hoffe, das ist nichts allzu Schlimmes, und ich hoffe, dass der schnellstmöglich wieder fit wird. Der erste Titel ist also da, 97 hat der Akafite. Sag mal, hat der sie noch alle? Wow, also die Mannschaft ist wirklich bockstark. Im Hintergrund werden natürlich weiter die Trainingseinheiten hier laufen. Gustafsson geht hoch, nächster wichtiger Schritt, und auch Gomez geht jetzt auf die 76. Also, wir nehmen immer mehr Form an, und das ist unser Ziel, und die 80 plus, die muss mal mindestens da sein, denn wenn wir den Gomez vorne mit einer 80 haben, dann könnte auch der kompensiert werden durch die Spieler von dahinter. Ja, und genauso auch in der Defensive. Also, ich bin guter Dinge. Ja, die 83 plus, zumindest was den Keeper angeht und auch die Innenverteidigung, sollte vielleicht da sein, aber auf der Stürmerposition ist es, glaube ich, weniger
wichtig. Was aber wichtig ist, holen die das Double oder nicht? Wir gehen direkt rein, TSV 1860 München. Fanne Borghe ist dafür neu in der Startformation. Und Van Damme verschießt noch einen Elfmeter. Das ist aber keiner von uns, oder? Nee, das ist der Stürmer von der Roma, dann Agi Fitey und dann ist es La Rondo. 2:0, wir holen also tatsächlich das Double, Platz 2 in der Bundesliga und schauen natürlich jetzt mal noch auf den Wachstum der vereinzelten Spieler. Ganz, ganz wichtig natürlich von denen, die noch nach und nach den Weg Richtung Startformation suchen sollen. La Rondo, 19 Buden, das ist wirklich unglaublich. Ja, und hier gehen wir direkt mal drauf, wir schauen auf Statistik, nee, auf Attribute. Mameri ist plus 2, das ist okay, ja, trotz allem müssen wir bei den anderen schauen. Gustafsson muss noch hoch, genauso dann auch natürlich hier Mendes, der hat auch plus 2. Plus 5 hat hier Simonsen, ja, der sieht auch vielversprechend aus, ist aber keiner für die Startformation, zumindest aktuell nicht. Aga Fitey hat tatsächlich eine 97, wow, also das ist wirklich unglaublich, was hier passiert. Cordoba eine 94, das ist natürlich eine bockstarke Mannschaft. Vorne in der Stürmerposition ist es noch wichtig, Gomez ist plus 5 hoch. Wie gesagt, wir sind auf einem richtig guten Weg und hoffen, dass wir diesen Weg genauso auch weitergehen können in der nächsten Saison. So, die Transferphase liegt hinter uns, es geht in die Champions League. Wir treffen auf Schachtar Donetsk, weiter geht's mit dem LOSC Lille und dann zu guter Letzt ist Lazio Rom dabei. Ihr seht hier unten eine neue Nachricht und zwar ist das diese. Sancho hat Angebot angenommen, 92er Rating, wir werden den jetzt verpflichten für knapp 100 Millionen glatt. Ja, das ist natürlich ein richtig geiler Spieler, aber warum hole ich den? Ganz einfach nur um den BVB zu schwächen. Ja, Sancho ging mir so auf die Nüsse in jeden einzelnen Partien, wo wir gegen die gespielt haben, hat er mindestens ein Tor geschossen. Es ist jetzt nicht so, dass ich den bei mir hier auf der Bank versauern lasse, ja, wobei doch. Ja, er wird bei uns nur auf der Bank bleiben, denn wir bleiben natürlich weiter unseren eigenen Jugendspielern treu. Übrigens, was mir jetzt gerade erst so richtig aufgefallen ist, es ist ja das volle Team nur bestehend aus eigenen Jugendspielern und ich glaube, mit der Mannschaft können wir definitiv was reißen. Schaut euch mal Diallo an. Der ist auf einer 92, auch Van der Voort. Und der hat noch immer Potenzial nach oben. Das ist wirklich unglaublich. Ja, die Champions-League-Gruppe haben wir tatsächlich überstanden. Wir gucken mal ganz kurz drauf. Ich will es euch natürlich nicht vorenthalten. Wir schauen das Ganze also im Kalender an. Und die Mannschaft ist dann bereit. Ich freue mich drauf. Ja, wir schauen direkt zurück. September hier Auftakt. Sieg gegen Schachtar 3:0. Lille 2:2, dann Lazio 2:0. Lazio 3:0, Schachtar 4:0 und zu guter Letzt gegen... gegen Lille nochmal 2:2. Unsere Startformation gegen die Spurs. Wir hatten schon mal ein K.O.-Spiel von vor 3-4 Saisons gegen den FC Barcelona. Das hier ist was anderes. Die Spurs sind also da und wir gehen ins Tottenham Hotspur Stadium und wollen da natürlich eine gute Ausgangslage fürs Rückspiel. Komm schon, ich will was Gutes! Und 3:1 ist was Gutes. Dickinson, Arp und Aga Fitey. Wir gewinnen also mit 3:1 bei den Tottenham Hotspurs. Direkt danach im Anschluss folgende Trainingseinheit. Mendes, Gomez auf die 80, Gustafsson auf die 83. Wir verbessern uns weiter und wappnen uns immer mehr für die Königsklasse und ich denke, zu Hause sollten wir uns das normalerweise jetzt nicht mehr nehmen lassen. Gegen die Spurs mit 3 Auswärtstoren und nur einem Gegentor ist eigentlich das Viertelfinale in greifbarer Nähe. Also jetzt ganz kurz ins Heimspiel. Unser Team ist in Bestbesetzung. Also Bestbesetzung daran gemessen, dass wir natürlich mit den Spielern aus unserer eigenen Jugend jetzt hier spielen. Ich freue mich drauf. Ich will ein gutes Ergebnis. Es wird ein gutes Ergebnis. Ein 1:1 reicht vollkommen aus. Gielen, unser Außenverteidiger, trifft. Carvajal Lima trifft dann noch für die Spurs. Im Endeffekt ist es ein 4:2 in der Gesamtwertung für uns und damit heißt es, wir stehen im Viertelfinale. Einmal der BVB, nicht ganz in Folge. Es heißt einmal in der Liga, da haben wir 2:1 auswärts gewonnen. Jetzt heißt es der BVB also in der Champions League im Viertelfinale und wir schauen explizit drauf. Heimspiel zu Beginn, Dortmund gewinnt zuvor gegen Valencia. Nebenbei sind das wirklich alles nur noch Kracher-Teams. Ich freue mich aber drauf. Es heißt Dortmund, es heißt danach Hannover 96 und dann machen wir das Triple perfekt. In Sachen Begegnungen also gegen den BVB, die in der Liga mit deutlichem Vorsprung vor uns stehen. Trotz allem wollen wir dieses Fest natürlich jetzt der Borussia aus Dortmund versauen. Also zuletzt in der Liga 2:1 gewonnen im Signal Iduna Park. Wie geht das Ganze hier aus? Es ist ein 1:1. Es ist Aga Fitey und es ist Pereira Lage. Natürlich kennen wir davon kaum noch Spieler, bis auf wenige Ausnahmen. Das liegt einfach daran, dass halt wirklich in der 11. Saison mittlerweile die meisten Spieler in Rente gegangen sind. Und ja, die ganzen Spieler, die jetzt in der Startformation sind, sind Riesentalente oder schon etwas älter gewordene Talente noch von der ersten Saison. Oder natürlich Spieler, die man vom freien Markt oder aus der eigenen Jugend geholt hat. Ähnlich wie wir, aber hier keiner vom freien Markt. Alle aus der eigenen Jugend und ein 1:1 ist richtig gut. Macht's einfach nochmal. In Dortmund damals gewonnen. 2:1 und ebenfalls jetzt auch hier. La Rondo trifft also zweimal, nachdem Dele Alli den BVB noch in Führung gebracht hat. Es ist dann La Rondo zum ersten, La Rondo zum zweiten. Wir gewinnen also dieses Spiel bei Borussia Dortmund und das ist so unfassbar wichtig. Es ist so unglaublich eng. Wir beweisen aber, dass wir hier gegen die größten Teams mithalten können. Das haben wir zuvor schon gezeigt gegen die Spurs. Das zeigen wir jetzt auch gegen den BVB und jetzt heißt es also Halbfinale. Top 4. Wir sind da
angekommen, wo wir die ganze Zeit hin wollten. Es ist nur noch ein großer Schritt fürs Finale. Und da wartet jetzt der AC Milan. Die hatten zuvor hier einen Erfolg gegen Manchester City 5:2 und im Achtelfinale hatten sie gewonnen gegen Monaco und das Ganze nach Elfmeterschießen. Im Halbfinale gewinnt parallel die Roma beim FC Barcelona mit 2:1. Was wäre das für eine Geschichte? Letztes Jahr noch Europa League Finale, 1860 München gegen die Roma. Jetzt könnte das Ganze also zum Champions League Finale werden und damit innerhalb von 2 Saisons das 2. Mal in Folge in einem so großen Finale passieren, diesmal aber in der höchsten internationalen Spielklasse. Das wäre eine Geschichte, die nur der Fußball so schreiben kann. Ich hab's komplett verpeilt, Jungs. Nebenbei bin ich gerade hier am Darts schauen und ich habe jetzt simuliert gerade. Ja, ihr seht's jetzt auch im Hintergrund mit kompletter Startformation, ja. Wir haben keine verletzten Spieler und ja, gut, bis auf Jan Vieter Aab, der hat sich jetzt gerade, glaube ich, dann nach Einwechslung in diesem Spiel hier verletzt, aber auf jeden Fall ist das unsere Startformation. Ich habe jetzt zum Glück noch rechtzeitig eingesetzt. Ihr habt ja gesehen, dass ich gerade frisch aus der Simulation kam. Wir haben nämlich gespielt gegen Milan, ja, und das war ein 0-0 im Halbfinale und im Rückspiel heißt das, solange das unentschieden ausgeht und wir mindestens mal nur einmal treffen, dann stehen wir tatsächlich im Finale. Finale oder nicht, alles entscheidet sich jetzt hier im San Siro. Wir müssen Tore schießen, wir haben die Qualität dazu, aber natürlich auch noch ein paar kleine Baustellen und die machen sich nicht bemerkbar. Coman, 6. Spielminute, 1-0 Milan, Minute 89, wo eigentlich wirklich schon alles verloren war, kam dann Dickinson, eingewechselt zuvor für John Cordoba, sag ich schon, natürlich nicht für Cordoba, also schon für Cordoba, aber nicht für John Cordoba und dann ist es tatsächlich, es sind 31 Minuten nach seiner Einwechslung macht er das 1-1 und das so wichtige Tor, das wichtigste vermutlich in seiner ganzen Profikarriere, bei uns kam er nicht oft zum Einsatz, einer seiner wenigen Treffer und das hier zum 1-1 und damit aufgrund der Auswärtstorregel katapultiert er uns ins große Champions League Finale, steht der Gegner fest, es ist wahrscheinlich hier der 25. Mai und der Gegner ist, komm, ich will die Römer, ich will die AS Roma, das wäre ein absoluter Traum, wenn die Roma jetzt hier wartet, steht der Gegner noch nicht fest? Müssen wir hier einmal in den nächsten Monat. Bitte Rom und es ist Barca. Nein, Rom hat also dann doch verloren gegen den FC Barcelona. Aber egal, dafür umso mehr die Möglichkeit und natürlich auch der Wille von mir, dieses Spiel dann zu gewinnen. Also die Saison neigt sich dem Ende zu. Ja, ich hoffe jetzt, dass wir dieses Ding gewinnen. Das Team ist in Bestbesetzung und wir haben tatsächlich mit Agafite einer auf der 99. Das ist unglaublich. Ja, das muss ich jetzt dann gleich auch in der Insta-Story auf jeden Fall mal posten. Dann haben wir Cordoba 95, auch schon. Wow, La Rondo kurz vor der 90, Rossi hat diese sogar noch erreicht, Bakary, Mendes, Gielen, der hat ja auch eine 94, also das Team ist wirklich unfassbar krank, Van de Voort, Diallo, wir werden vermutlich später auch noch wechseln, wobei ich ganz ehrlich sage, im Endeffekt will ich auch nur Spieler reinbringen, die aus der eigenen Jugend sind und deshalb werde ich die Bank auch damit nur voll machen oder, ja, nee, ich gucke jetzt einfach mal, es wäre auch wirklich schade, ein Van de Voort, Diallo, Arp, die haben uns so lange begleitet, vielleicht müssen wir ja aber gar nicht wechseln, das Team ist im Hintergrund und es ist natürlich eine unfassbar geile Geschichte. Was haben die alle für Ratings dazu gewonnen? Im Endeffekt lasse ich euch hier im Hintergrund nochmal alles durchlaufen, wer inwieweit sich verbessert hat. Plus 4, das ist hier Simonsen, ja, der war ausgeliehen, aber auch Laval. Also die ganzen jungen Spieler, die noch nicht ganz so gut waren, die verbessern sich am laufenden Band. Liam Shaw ebenfalls. Also die Mannschaft, die ist wirklich atemberaubend. Gomez plus 4 und damit auf die 80. Und jetzt heißt es, wir schauen mal auf den Werdegang vom FC Barcelona. Unserer ist ja bekannt, zuvor gegen Milan gewonnen. Barca gewinnt aufgrund der Auswärtstorregel 3:2 nach dem Sieg bei der Roma, Stadio Olimpico. Davor Auswärtstorregel gegen Chelsea und davor war es ein Sieg über, wo sind sie denn? Ah, hier, gegen Piemonte Calcio mit 4:1. DFB-Pokal schauen wir auch noch ganz kurz rein. Da gewinnt der BVB das Revierderby gegen Schalke. Für uns war Endstation in Runde 3 zu Hause gegen RB und in der Bundesliga sind wir tatsächlich sogar noch Zweiter geworden. Also auch da haben wir nochmal abgeliefert und jetzt heißt es, ich speichere hier einmal ganz kurz ab, denn im Endeffekt, gut, es ist jetzt auch nicht so wild, aber ich habe wirklich Angst, dass die PlayStation vielleicht jetzt wieder meinen Faxen machen zu müssen und dann müsste ich da nochmal rein. Im Hintergrund ist unser Team. Ihr wisst ja, wir spielen auf Ultimativ. Es ist wirklich ein richtig krasses Team. Ich freue mich drauf. Wir gehen rein und jetzt aber werde ich nicht schon direkt ins Spiel reingehen, sondern vorher nochmal ganz kurz eine Unterbrechung einsetzen. Ja, ich habe die Trikots jetzt doch nochmal geändert. Volksparkstadion spielen wir hier. Das ist unser Team im Hintergrund. Ich muss mal ganz kurz noch ein Bild machen hier von Agafite für Instagram, weil das ist ja wirklich eine absolute Maschine, um somit schon mal gleichzeitig aufmerksam machen zu können, was morgen auf die Jungs dann zukommt. Ich freue mich drauf.
Ist das ein Viech? 99er Gesamtrating, schreibt mir das mal in die Kommentare. Hattet ihr das schon mal? Also bestimmt. Und wenn ja, wie lange hat euer Spieler darauf gebraucht? Wie gesagt, ohne ein einziges Training. Bis auf wenige Ausnahmen haben wir nämlich gar niemand trainiert. Volksparkstadion, ultimativ, wir starten rein. Let's go! Hier ist die Startaufstellung. Ernesto Valverde schickt folgendes Team rein und bis auf Blizzari, Guiri und Oyarzabal waren alle gelb vorbelastet, aber haben es doch geschafft hier ins Finale. Wir sehen Katara, Guiri, Oyarzabal, De Jong, Neves, Rice. Dann sehen wir Dalot, De Ligt, Red aus Trent Alexander-Arnold und Blizzari. Hier ist das was anderes. Hier sind es wirklich noch sehr, sehr viele bekannte Spieler. Wir sehen die HSV-Flagge da im Hintergrund im Tor. Volksparkstadion. Heimspielstätte also vom Hamburger Sportverein. Und hier ganz kurz das Mannschaftsfoto vom FC Barcelona. Unseres findet natürlich auch gleich noch statt. Die stellen sich jetzt auf 1860 München, spielt also im großen Champions-League-Finale. Und wir haben den Henkelpott. Zumindest gleich dann hoffentlich bei uns in der Hand. Es ist atemberaubend, was das Team hier wirklich abgeliefert hat. Ihr seht nochmal unsere Mannschaft hier im Hintergrund. Bei uns waren nur drei Spieler gelb vorbelastet und jetzt haben wir dann dieses Team. Ja, Kapitän, ist das überhaupt unser bester Spieler? Wir schauen nochmal drauf. Ja, Akafite, der Mann mit der 45. Ich freue mich drauf, wir starten rein. Let's go! Wir kommen nämlich wieder über Oyarzabal. Der ist jetzt dann gleich im 16er, der macht mächtig viel Betrieb. Gustafsson überfordert Bakary im letzten Moment dazwischen. Ball nach vorne geklärt, wir können diese noch nicht festmachen. Es ist Powerplay-Fußball vom FC Barcelona, die hier komplett von vorne rein das Zepter in die Hand nehmen, das Tempo vorgeben und diese Partie an sich reißen. Und wir laufen bis hierhin mal nur hinterher. Wir müssten so ein Ding mal erobern. Jetzt Rossi und jetzt muss es vielleicht auch mal schnell gehen in die andere Richtung. Hier haben wir Shaw, der ist dafür bekannt für sein Tempo auf der Außenbahn und das kann er jetzt einsetzen. Er lässt da Lord gar keine Chance und da haben wir ihn. Und jetzt im Rückraum ist die Möglichkeit da. Akafit, Jade zieht ab und da ist das 1-0. 17. Spielminute, das ist richtig gut gespielt. Der Kapitän trifft also hier jetzt zum 1-0 in Minute 17. Und das hat sich nicht unbedingt angedeutet hier, denn wir spielen gar nicht aus gegnerische Tor. Das ist aber eine perfekte Übersicht von Shaw. Und dann mit dem linken Fuß Agafite, der Kapitän, zum 1-0 für uns. Und das, obwohl es eigentlich gerade nur ein Team gibt, was aus gegnerische Tor spielt. Und das ist der FC Barcelona. Wir schaffen es auch jetzt nur noch mit Fouls zu stoppen. Das ist die Rot! Das ist die Rot! Der hat sie doch nicht mehr alle! Der hat sie doch nicht mehr alle! Der Schiedsrichter zeigt die rote Karte gegen Gielen. Das ist ein normales Foul. Das ist eine Gelb. Ja, und dann lange ich mir an den Kopf. Wie zur Hölle kann das die gelbe Karte, die rote Karte sein? Wir sind in Unterzahl und ja, als würde es nicht schon reichen, dass der FC Barcelona hier die bessere Mannschaft ist, ist jetzt auch der Schiedsrichter noch auf Seiten von den Katalanen. Das ist Matthias de Ligt, der Kapitän. Bei uns hat der Kapitän getroffen und jetzt müssen wir echt aufpassen. Ja, jetzt sind wir nur noch zu 10. Barca ist sowieso schon die ganze Zeit so unfassbar dominant. Das könnte jetzt richtig übel werden. Ja, außer wir schaffen es vielleicht irgendwie wieder glücklich mit der nächsten Chance. Gomez legt sich das Ding vor. Gomez gegen de Ligt, der ist noch immer Ball und dann ist es kein Foul, der ist noch immer dran, Gomez und dann ist es Foul und dann gibt es Elfmeter. Trent Alexander-Arnold, was bitteschön passiert in diesem Spiel? Wir schauen nochmal drauf und dann kommt er zu spät, ja gut, und dann trifft er ihn, da braucht er sich nicht wundern. Es gibt Elfmeter und die große Chance, wer kann das bei uns am besten? Wir schauen mal ganz kurz drauf, Akafite, der kann das auch gut und von daher wird er das machen, mit dem linken Fuß, also seinem starken Fuß. Ich will es ins, ja, wir machen jetzt dieses, komm schon, Tor, 2-0. 1860 München 2, der FC Barcelona 0. Und dass es hier 2-0 steht, das grenzt an ein Wunder. Ja, zum einen, wir sind in Unterzahl, wir sind die viel schlechtere Mannschaft, aber wir sind so brutal effizient, haben das nötige Glück, zumindest jetzt bei uns in der Offensivaktion. Auf der anderen Seite aber ganz viel Pech bei der Rot gegen Gielen. Aber hier ist es Akafitel. Ja, 2-0 und sein 10. Tor in der Champions League. Bakary, Balleroberung hinten drehen und jetzt müssen wir dann in die Zweikämpfe. Gut, das wird eine Gelb mit sich ziehen, aber das müssen wir einfach machen. Hier Stockfehler, Cordoba, dann muss er die Gelb natürlich hier dann auch in Kauf nehmen. Der Mann mit der 44, Frankie de Jong, beschwert sich. Aber wenn das nochmal eine rote Karte gewesen wäre, also dann wäre ich wirklich vom Glauben abgefallen. Das ist natürlich ein Superball für Mamiri. Der klärt das Ding jetzt nach vorne. Gibt es für uns nochmal einen Gegenzug? Vielleicht, ja, vielleicht ist die Möglichkeit nochmal da. Jetzt muss er in die Lücke, jetzt kommt er in die Lücke, La Rondo, und dann ist es abseits. Nein, ich habe schon viel früher gepasst, aber durch das, dass wir noch im Zweikampf waren, hat er das erst später gemacht. Hier muss ich dann eigentlich laufen und dann passe ich aus Versehen, weil es schon viel früher gedrückt war und damit verpassen wir die große Chance und damit die erste, die nicht zu einem Tor führt. Es ist jetzt dann aber auch Halbzeit und mit einem 0-2 sollte es normalerweise reingehen. Könnte aber natürlich auch nur eine Momentaufnahme sein. Frankie de Jong, Oyarzabal, dann ist er drin. 47. Spielminute und gerade sage ich es noch, plötzlich klingelt es auf der anderen Seite. Barca zurück im Spiel, der Torschütze
Liste heißt Euer Sabal, Frankie de Jong. Ja, wieder mal der Ausgangspunkt. Und dann hier, ja, das ist schlecht. Das ist ganz, ganz schlecht hier im Stellungsspiel von Mendes. Den muss er anders angehen. Und dann ist es natürlich ein Kinderspiel für Mikel Euer Sabal. Das ist sein viertes Tor in dieser Champions League. Das Wichtigste bis hierhin, denn damit ist die Hoffnung für den FC Barcelona wieder zurück. Und wir müssen gucken, dass wir davon jetzt nicht allzu geschockt sind. Das ist aber Shaw. Im Rückraum ist er mit dabei. Und dann nochmal Shaw. Da hat er Glück. Und dann gute Parade, Blizzari. Komm es nochmal per Kopf. Was ein Tor. 3:1, 1860 München. Und damit lohnt es sich dafür. Für die lange Geduld auch bei uns im Team. Erst Blizzari, dann per Kopf gefährlich. Und was ist das für ein Kopfball von Gomez? Der luft ihn da drüber über Blizzari. Spektakuläres Tor mit Wucht über den Torwart. Hinten rein, genau oben drüber, genau unter die Latte. 3:1. Und da freut er sich, Caio Gomez. Sein erstes Tor in der Champions League. Und das, obwohl er jedes Mal Stamm gespielt hat. Er hat aber nie getroffen. In der Liga aber hat er einmal getroffen bei einem 1:0 Heimerfolg gegen Leverkusen. Oder was? Leverkusen? Oder Wolfsburg? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat er da getroffen. Das war sein einziges Tor auch in der Liga. Sonst ging da, glaube ich, gar nichts. Umso wichtiger natürlich, dass er hier trifft. Und das hat er sich verdient. Und das freut mich so sehr für ihn. Aber natürlich auch für die ganze Mannschaft, die nach dem 1:2 vielleicht auch ein Stück weit wieder in Stocken geraten ist. Weil man natürlich hier dann auch plötzlich wieder auf von 0 auf 100 plötzlich ganz, ganz aufgeregt sein wird. Ja, und das hat sich damit jetzt auch wieder erledigt. Wir sind wieder da. Wir haben wieder das Selbstvertrauen. Und das darf aber trotzdem nicht passieren. Frankie de Jong, Selbstvertrauen hin oder her. Das darf nicht passieren. 3:2. 73. Mikel Oyarzabal, Gustavsson gehen. Okunu kommt neu in die Partie. Und jetzt müssen wir schauen. Wir brauchen hinten drin Stabilität. Von daher werde ich vermutlich auch nochmal wechseln. Oyarzabal nutzt diesen Bock hier. Ja, von Córdoba. Und dann will das irgendwie wieder gut machen. Schafft er nicht. Mameri hat keine Chance. Und Oyarzabal mit dem Doppelpack. Und plötzlich doch wieder nur ein Tor. Ich habe jetzt doch Gomez geopfert. Gustavssons Wechsel einfach mal gecancelt. Okoro kommt dennoch rein. Und es kommt auch nach Gomez. Der geht jetzt tatsächlich raus. Hier haben wir einmal Okoro. Und der kommt jetzt neu in die Partie. Der ist dann gesetzt bei uns auf der Innenverteidigerposition. Mendes kann auch LV. Geht also rüber. Und Gustavsson, der eigentlich LV spielt, geht bei uns auf die Rechtsverteidigerposition und bringt sich hier direkt mal mit einem Fehlpass ein. Dann hat er aber nochmal die Kugel. Córdoba, Glück, dass wir da noch immer dran sind. Larando, natürlich jetzt schwierig, ohne einen potenziellen Stürmer vorne drin. Vielleicht aber schaffen wir es ja irgendwie trotzdem, den Ball gefährlich nach vorne zu bringen. Das ist so gut gespielt. Nein, doch, nein, 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 nein. Elfmeter, Matthijs de Ligt, und das ist rot. Das gibt rot in einem spektakulären Spiel. Das habe ich so noch nie erlebt. Das spektakulärste Champions-League-Finale bis hierhin. Was macht denn der De Ligt da auch? Der muss da gar nicht wirklich hin. Und dann verursacht er diesen Elfmeter. Agafite, der kann hier netzen. Der kann tatsächlich jetzt treffen. Was ist denn jetzt los? Ach, jetzt gibt's den Wechsel. Okay, und dann müssen wir auch nochmal den Schützen wechseln. Also in Sachen rote Karten ausgeglichen. Und hat Agafite noch immer diese Qualität? Macht er dieses Ding? Der Ball ist drin! 4:2 und das könnte die Vorentscheidung sein. 4:2. Der zweite Elfmeter, zwei rote Karten, 6 Tore. 4:2, 1860 München. Dickinson kommt jetzt rein für Shaw. Und das ist vielleicht sogar schon die Vorentscheidung. Agafite, wer, wenn nicht er? Drittes Tor, 11. insgesamt. Nehmen wir die kämpferische Leistung von uns, dann geht das hier in Ordnung. Nehmen wir allerdings die spielerischen Anteile, dann nicht. Ja, weil da hat Barca wirklich die ganze Zeit dominiert. In der zweiten Halbzeit hat das vielleicht ein bisschen nachgelassen. Aber wer will es denen verübeln? Da liegst du 2:0 zurück und dann findest du nicht mehr den roten Faden, findest nicht mehr in die Partie. Und im Endeffekt aber, ja, was soll ich dazu sagen? Wir haben so gefightet, wir haben so gekämpft und haben nur Jugendspieler zum Einsatz gebracht. Bis auf Okoro, den haben wir damals vom freien Markt geholt. Aber ich denke, das sollte trotzdem klar gehen. Das ist wieder eine Flanke. Der Ball ist wieder bei uns. Mameri raus auf Rossi. Und der hat auch noch Bock. Rossi, wohin mit der Kugel? Erstmal hinterlaufen werden? Ja, das funktioniert. Und das ist Mendes. Und das ist Agafite, der probiert es wieder direkt. 3 Minuten angezeigte Nachspielzeit, die jetzt dann gleich rum sind. Und dann haben wir völlig verdient diesen Henkelpott. Kommt nochmal der FC Barcelona. Gefährlich. Wir gehen nochmal in den Zweikampf. Flanke ist nicht schlecht. Abgabe auch nicht. Dann aber hat ihn Mameri. Der haut das Ding vor. 4:2, 1860 München. Wir gewinnen also die Champions League Saison. Und das, ich glaube, in Saison Nummer 11. Das ist spektakulär.
Das macht so viel Laune. 4:2. Das ist ein Finalergebnis, das ich so, glaube ich, noch nie hatte. 2 rote Karten, 2 Elfmeter. Unfassbares Hin und Her im Volksparkstadion. Und im Endeffekt heißt es, 1860 München jubelt, denn die gewinnen die Champions League. Agafite ist der Kapitän und eigentlich genau der Richtige, der dieses Sprint to Glory dann auch beendet. Was eine Geschichte. Ja, und wir sehen die Schuhe, die Kickschuhe, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen bei Jan Fiete Arp, den wir damals verpflichtet hatten, und auch Diallo und noch einem Spieler, sind die alle identisch. Das liegt ganz einfach daran, dass die Spieler alle aus der eigenen Jugend sind und der Henkelpott jetzt bei denen. Und das haben sie sich redlich verdient. Das ist eine Geschichte, die so unfassbaren Hintergrund hat. Agafite, der wirkliche Schlüsselspieler von allen. 99er Gesamtrating, Henkelpott in der Luft und dann ab in die Kurve. Und damit würde ich sagen, beenden wir dieses Spin to Glory hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen fetten Daumen nach oben da. Schreibt einen Kommentar und abonniert auch gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Ich bedanke mich bei euch für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Ich bin raus, haut rein und ciao.